versucht, das hat uns niemand gesagt. Und damit live aus Berlin-Tal. Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zu einem tollen Live-Talk. An diesem Gag habe ich 8 Minuten gearbeitet. Kam gut an. Bist du auch so schnell wie der Flash? Was? Bist du auch so schnell wie der Flash? Schnell fertig. Liebe Freunde, willkommen zu WWW Live, Hashtag. Ihr habt eben in der Grafik gesehen, 19 Uhr geht's los. Das war ein Fehler von Benny. 18 Uhr geht's natürlich los. Und wir freuen uns heute mit euch über das große Riesenthema Online-Streaming zu sprechen. Wir haben uns heute die tollsten Gäste eingeladen, die man sich einladen kann. Aber vorher natürlich zu euch. Ihr seid heute ganz besonders wichtig. Hashtag WWW Live. Ja. Twittern und so, auch gerne. Und wir schauen in den Chat, also da gerne ganz, ganz viel reinwemsen. Und ihr habt schon gesehen, kommentiert und abonniert gern. Wir sind auf ganz vielen Kanälen gleichzeitig zu sehen, unter anderem auf dem Y-Kollektiv YouTube-Kanal. Oh, Y-Kollektiv! Dann sind wir noch bei Twitch zu und sehen. Und bei Papa Platte. Ja, ja, klar. Papa Platte bei Revi und bei Antonia sind wir zu sehen. Die moderieren wir gleich an. Ich würde sagen, wir starten mit unseren Gästen, denn eine tolle Show ist nur toll mit tollen Gästen. Wir beginnen zu meiner Linken. Caro von der Gröben. Für den neuen Y-Kollektiv-Film tauchte Caro tief in die Twitch-Welt ein. Ihr Fazit? Meine persönlichen Highlights finden auch in Zukunft hoffentlich offline statt. Papa Platte, Logan Paul beschert ihm eine Pokémon-Karte im Wert von $65.000. Und sein Zeitgig ist ein Lüfter namens Domo mit seinen mehr als 1,3 Millionen Twitch-Followern. Verbindet Papa Platte eine innige Hassliebe. Applaus. Danke. Kommen wir zu Sebi, auch Revin Zeit genannt. Liegt mit rund 1,5 Millionen Followern auf Platz 4 der meistgefolgten Twitch-Kanäle Deutschlands und verriet TV-Legende Kai Pflaume. Ja. Für mich gäbe es keine Realität, in der ich nicht mindestens angefangen hätte zu streamen. Applaus. Nie gesagt. Freunde, live aus Madeira, Reefed, ihre fast 500.000 Twitch-Follower, streamte sie bereits 24 Hallo. Stunden am Stück. Seit 2019 lebt sie auf Madeira und ein Markenzeichen ihrer Streams ist Zocki, eine weiße Socke mit süßem Smiley-Gesicht. Ganz großen Applaus. Schreibt eure Fragen und Statements in den Chat. Ich muss ganz kurz sagen, ich habe mich im Vorhinein im Gästeraum so stark am Kopf gestoßen an irgendeinem Schrank. Es tut tierisch weh. Also wenn ich plötzlich nach hinten falle, ihr wisst Bescheid, ihr kennt den Grund. Toll, dass ihr alle hier seid. Caro, toll, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wir freuen uns sehr. Antonia, toll, dass du da bist. Hi. Kev, super, dass du da bist. Kevinski, hey. Und Sippe, natürlich, super klasse. Seppel. Heute um 15 Uhr ist eine Reportage auf dem Y-Kollektiv-Kanal online gegangen. Da geht es unter anderem um das Thema Twitch, also das Oberthema Online-Streaming. Und Caro, du warst dabei und hast zwei Menschen begleitet, für die Online-Streaming den Mittelpunkt ihres Lebens bedeutet. Was für wie kamst du auf das Thema? Ja, eigentlich ist das eher so ein bisschen zufällig gekommen. Also vor allem, dass es jetzt Twitch wurde, ist eigentlich zufällig. Ich dachte halt, also wir sind ja alle relativ viel online unterwegs. Aber was ich irgendwie bei Twitch dann so spannend fand, das ist ja so eine Art digitaler Exhibitionismus, wenn man es irgendwie von der Seite sieht. Und ich fand, mich hat dann tatsächlich einfach umgetrieben, so warum machen die Leute das dann? Ja, warum guckt man sich das an? Tolle Gäste da. Kennst du vielleicht, hast du von den beiden schon mal gehört? Papa Platte und Revin Zeit. Ja, so ein bisschen vorbereitet habe ich mich natürlich auch auf meine Doku. Deshalb, dass Pokémon-Karten gerade hoch im Kurs sind, das weiß ich. Das ist der Typ vom Schwänze-Song. Den jungen Mann kenne ich von Kai Pflaume. Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Mayer. Danke, wirklich klasse. Ich habe mitgefiebert. Ja so. Der ist auch riesengroß, der Mann. Wir gehen noch zusammen duschen, ja. Und Antonia, danke nochmal. Toll, dass du hier bist. Wie ist das Wetter gerade bei dir? Die ist nicht hier. Die ist schön, immer wie immer. Schön? Also ich glaube, es gibt fast keinen Tag, wo auf Madeira kein Weird Flex, kein gutes Wetter ist. Das ist richtig Weird Flex, Toni. Das ist schon Weird Flex. Toni wieder an, Klassiker. Ein Tag ohne Steuersparnis. Ich würde sagen, Steuern, was ist das? Ich würde sagen, wir schauen mal in den ersten Ausschnitt der Reportage rein. Gerne. Da habt ihr einen guten Eindruck, bitteschön. Max ab! Wo ist das? Da. Oh! Ah! 72 Stunden. So lang ging sein längster Stream. Also 3 Tage am Stück. Das war peinlich. Ich bin eingeschlafen und bin vom Stuhl gefallen. Beverly, danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Und mich, oh mein Gott, danke schön. Wie ist das, ständig zu streamen? Das ist halt die Möglichkeit, dass ich nicht einsam bin. Und warum hockt man tagelang vorm PC und spielt? Das frage ich mich auch, warum ich das mache. Das ist langweilig, wirklich.
Und reicht es, Online-Freunde zu haben? Man muss sich immer vorstellen, das sind echte Menschen. Ja. Jeder Einzelne. In diesem Film tauche ich in das Twitch-Universum ein und will herausfinden, wie ist es, wenn dein ganzes Leben online stattfindet? Ja, Kevin, wie ist das? Ja, Tau, wir haben es ja gerade schon gesehen, das sind ja zwei Beispiele. Schon Extrembeispiele, würde ich sagen, weil Andi so 72 Stunden am Stück, ich glaube, das schaffen nur die wenigsten. Wie bist du auf diese Gäste oder auf die beiden Protagonisten gekommen? Boah, also auf der einen Seite so Andi, ich habe so angefangen, weil ich eigentlich was zum Thema Online-Sucht machen wollte und der hat sich einfach tatsächlich gemeldet und ich fand den einfach auch voll sympathisch und das hat gut geklappt. Und dann habe ich mich echt einfach so auf Twitch umgeguckt und habe mal geschaut, was mich irgendwie, was ein Reiz für mich ist. Und tatsächlich bin ich einfach bei Fräulein Freitag irgendwie hängen geblieben, weil ich wirklich ganz viele Fragen hatte, nachdem ich das gesehen hatte. Und dann dachte ich, die Fragen stellen sich die Zuschauer vielleicht auch. Aber stimmt natürlich, es sind schon extreme Beispiele, aber interessante Beispiele. Voll. Es sind natürlich auch zwei extrem negative Beispiele, weil es gibt ja auch, wie die beiden jungen Herren auf der Couch, positive Beispiele. Junge, was sind diese Sachen, die hier eingeblendet werden? I'm a young chick. Ist das, war das Zufall mit den negativen Beispielen oder hast du da bewusst drauf geguckt? Also das finde ich erstmal gar nicht. Also klar, Andi hat halt keinen Bock mehr drauf und sagt halt selber, er will weg davon. Aber Fräulein Freitag, die hat ja irgendwie, also die macht das ja voll gerne. Die streamt halt 10 Stunden am Tag oder noch länger. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es dir irgendwie schlecht geht oder so. Gerade das finde ich eigentlich das Spannende daran, nur weil das jetzt so eine Lebensform ist. Also ich könnte das auch negativ bewerten, weil das nichts für mich wäre. Aber nö, so negativ habe ich das eigentlich gar nicht gesehen. Die findet das sehr geil. Antonia, sag mal ganz, in ganz kurz und knapp, wie kamst du zum Streaming? Wann hast du gewusst, ich werde Streamerin? Das kam eigentlich eher über Zufall. Also ich habe erst vor 2 Jahren mein Abi fertig gemacht und bin dann nach Madeira gezogen, eher weil ich nicht wusste, was ich studieren soll und halt so, um nochmal so ein halbes Jahr woanders zu verbringen. Und dann habe ich dort halt angefangen, zuerst auf YouTube zu streamen und habe dann auf Twitch gewechselt, weil mir die Plattform einfach mehr zugesagt hat. Und dann bin ich da hängen geblieben und dann wurde es halt so was, was man so beruflich dann noch gemacht hat. Aber das war eher, ich sag mal, durch Zufall. Ich hab schon gehört, obwohl ich schon sehr lange YouTube mache. 1,9 bei deinem Abi habe ich gelesen. Ne? Ist das richtig? Ja, bei richtig. Ganz wichtiger Fact. Ganz wichtiger Fact. Mega. Kevin, wie war's bei dir? Hauptschule. ich habe tatsächlich angefangen damals, als ich in der Abiturphase war. Dein Schnitt? 2,1. Oh, oh, also, gut. Jetzt sagen wieder alle Abitur Brandenburg, das ist ja nichts wert. Doch, das ist tolle Leistung. Nee, auf jeden Fall habe ich halt angefangen mit meinem Abitur und hab dann quasi, also ich glaube, ich war 17 und das konnte ich halt neben der Schule easy machen, hab dann immer so 2-3 Stunden am Tag gestreamt. Dann habe ich angefangen zu studieren, Elektrotechnik. Ja, ich sag mal, ich habe ein halbes Semester gemacht, dann habe ich gemerkt, dass man hätte Mathehausaufgaben abgeben müssen. Und dann musste ich mich um was anderes kümmern. Und während diesem Prozess, wo ich mich um was anderes gekümmert habe, ist dein Business gewachsen. Ist es so ein bisschen gestiegen und ich habe auch so für mich gemerkt, so wow, ich würde das lieber machen, als irgendwie zu studieren oder so. Und Kabel verlegen, ja genau, Rohre verlegen, wie Egon Kowalski sagen würde. Hau ruck! Sebi, du bist ja YouTube-Star gewesen und dann kam ja plötzlich dann diese Online-Streaming-Welle. Wann hast du gewusst, ich mache nicht nur YouTube, sondern ich möchte auch live mit den Leuten connected sein im Stream? Als die Kohle kam. Ja, als ich halt gemerkt habe, ich kann damit sehr viel Geld verdienen, habe ich halt gemerkt, ich muss natürlich jetzt alles mitnehmen, was geht. Mhm. Ich habe jetzt auch einen TikTok-Account, da kann man natürlich auch reinfolgen. Ja, ja, keine Ahnung, ich habe bei 2016 auch irgendwann, so 2015, 2016 irgendwie angefangen. YouNow? Genau, YouNow habe ich auch gemacht. Und nein. So, und keine Ahnung, dann hatte ich irgendwie 2017, 18 eine ziemlich lange Pause drin irgendwie. Dann kam Corona und seitdem habe ich irgendwie wieder, ja, ich habe halt Zeit und Bock irgendwie drauf. Und macht ja auch Spaß, mit den Fans zu interagieren, mit dem Chat zu quatschen, oder? Ist okay. Ist cool, oder? Ist mega cool. Ich würde sagen, wir gucken uns den ersten Clip aus der Reportage an. Und zwar, es geht um Vivi und die ist hauptberuflich Streamerin und die ist unendlich dankbar. Steuerfahndung. Unendlich dankbar für den Support ihrer treuen Community. Und diese hat ihr aus der Einsamkeit geholfen. Hier kommt der Clip über Vivi. Es bedeutet mir einfach so viel, dass ich es gar nicht wirklich in Worte fassen kann. Es ist halt die Möglichkeit, dass ich nicht einsam bin. Das ist die Möglichkeit, dass ich die... Also ich kann, darf Geld damit verdienen. Das ist eines der größten Träume, die die meisten Menschen haben. Du hast gesagt, das hilft gegen die Einsamkeit. Kannst du das noch genauer erklären? Als ich angefangen habe zu streamen,
hatte ich einen recht großen Freundeskreis, die alle dagegen waren. Die fanden das überhaupt nicht gut. Dementsprechend haben sie sich alle von mir abgewandt. Und ich hatte irgendwann nur noch den Stream. Aber dadurch, dass ich halt, wenn ich live war, so gesehen Leute hatte, die mit mir geredet haben, mit denen ich so gesehen meine Zeit verbringen konnte, war das dann irgendwann so die Alternative für mich. Ich finde es schon krass, also dass ich Freunde abgewendet habe. Habt ihr denn die Erfahrung mal gemacht, dass sich Freunde von euch abgewandt haben? Also bei mir ist es so, dass ich halt auch sehr, sehr viel streame. Und dadurch, dass ich halt so viel Zeit verbringe, da ist es halt so, dass man quasi, wir hatten vorhin schon so ein bisschen Backstage, haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte früher meine freien Tage immer Montag und Donnerstag und kein normaler Mensch hat an einem Montag und einem Donnerstag halt Zeit, so gefühlt. Und ich hatte dann halt am Wochenende keine Zeit und dadurch hat sich das dann so mit manchen Freunden so ein bisschen auseinandergedingst. Aber seitdem ich das wieder geändert habe, dass ich Freitag jetzt quasi einen freien Tag habe, ist da auch die Connection wieder da. So gesehen hatte ich das nicht, aber ich konnte mega relaten, was sie gesagt hatte mit dem, dass man da so Leute hat. Mhm. Also bei mir ist es jetzt nicht eine Alternative zu einem Freundeskreis. Mhm. Für mich persönlich gäbe es keine Alternative zu, sag ich mal, echten Menschen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass es schon, es gibt mir auf jeden Fall was. Also ich weiß auch zum Beispiel, wenn ich an schlechten, wo es mir nicht gut geht, dann gehe ich trotzdem online und ich weiß, dass die mich aufmuntern. Also es ist schon... Es klingt wirklich komisch, weil es ist nicht sowas wie ein Freundeskreis, aber es fühlt sich so ein bisschen so an. Es ist sowas in diese Richtung, würde ich sagen. So wie so eine einseitige Freundschaft oder so. Caro, du hast Vivi auch live erlebt und auch den Chat erlebt von Vivi. Siehst du das ähnlich, dass das quasi fast wie ihre Buddies waren, deinem Chat und Buddies? Also ich glaube, das muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden. Was kriege ich da für einen Einblick, wenn ich jetzt einmal da saß? So, dann, wenn du mich wirklich nach meinem ersten Eindruck fragst, dann habe ich schon gedacht, naja, kann das jetzt Freunde ersetzen, weil es schon erstmal ein bisschen oberflächlich wirkt. Aber ich glaube, da vertraue ich ihr schon, wenn sie sagt, dass es da auch tiefere Kontakte irgendwie gibt. Aber klar, für mich war das schon erstmal seltsam. Mhm. Ja, schon. Ist auch abseits denn eigentlich der Normalität, sag ich mal, weil wo wir klein waren, da gab es ja durch die ganze Streams immer noch gar klein. Nicht. Oder als wir Anfang 12 waren, gab es solche Streams zum Beispiel gar nicht. Ich finde das ja gut, dass sich ja die, ich sag mal so, die Erde weiterdreht und es mittlerweile auch digitale Stränge gibt und digitale Freundeskreise. Ich mein, oder Revi, wie siehst du das? Du nickst mir zu. Oder willst du mich anflirten? Ich kann zustimmen. Bei dem Thema Freunde ist Revi dann leider raus. Bei dem Thema Freunde bin ich halt raus, weil ich halt so Leute wie Kevin, die ich halt online kennengelernt habe, niemals meine Freundin nennen möchte. Deswegen auch die Wand zwischen euch. Das ist auch gut. Sie ist nicht mit Corona, sondern die haben wir uns gewünscht tatsächlich. Ja. Also das, was Kevin hat gesagt, das stimmt halt schon. Also wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, abends halt streamt, wo jeder normale Feierabend hat, dann kann das schon für Freunde und Beziehungen und sowas natürlich halt irgendwie ein Kopffix sein, wenn ich das so, kann ich ja so sagen. Weil das halt irgendwie schon sehr korreliert mit dem normalen 9-to-5-Job eigentlich. Auf der anderen Seite geht das, glaube ich, halt, wenn man einen Freundeskreis hat, der verständnisvoll ist und das versteht so, ist das eigentlich kein Problem. Also mit der Zeit gewöhnt man ja auch seine Freunde und auch vielleicht Partner, Partnerin. Jeder hat auch das Recht auf seine Hobbys. So, was interessiert mich? Genau. So, weil es ist halt bei uns beides, ist ja Hobby und Beruf quasi. Ja, genau. Ich finde halt auch wichtig, dass so, bei meinen Freunden ist es halt auch so, dass die das halt auch so, jetzt vielleicht nicht immer gucken oder so, aber die gönnen einem das halt und die wissen halt auch, dass man dafür nicht brennt. Alle, die meisten. Ja, okay. Also die manche halt. Machen Auge. So, die gönnen einem das halt und die wissen halt auch, dass man dafür quasi brennt und dann verstehen die das halt auch mal, wenn man halt mal 3 Wochen hintereinander mal absagt am Wochenende oder so, weil man halt dieses Streaming halt wahrnimmt. Ja, so. Antonia, bei dir, du hast Abi gemacht, dann ab nach Madeira mit dem Flieger, mit dem Privatjet. Wie ist das so für dich gewesen, deine ganzen Friends aus der Klasse zurückzulassen und dann dein Online-Ding zu machen? Ja, es war zu Anfang auf jeden Fall schwer, weil man bedenkt auch, dass, wie Kevin auch schon gesagt hat, die Streaming-Zeiten halt oftmals die Zeiten sind, wo jetzt die normalen Freunde dann keine Zeit mehr haben. Bei mir war es dann sowieso ja primär erstmal online, weil die meisten ja nicht auf Madeira waren. Aber die meisten verstehen das und respektieren das, wenn man sagt, okay, wir schaffen das heute nicht, lass uns das auf ein paar Tage später verschieben, wir machen das dann und dann. Und man hat ja auch meistens als Streamer trotzdem noch freie Tage, wo man sagt, okay, bei mir ist montags und dienstags, das streame ich halt nicht. Mhm. Und da habe ich auch Zeit, mit Freunden dann zu labern. Und ich muss auch dazu sagen, dass natürlich auf Madeira, man weiß ja, hier sind auch viele andere Streamer, auch einer meiner besten Freunde ist hier auch auf Madeira. Und dann kann man das eigentlich immer ganz gut anpassen mit den Streaming-Zeiten und dann halt noch draußen was zu machen und mit Freunden was zu machen. Das geht dann schon klar. Ich denke nicht, dass ich Freunde deswegen
abgewandt haben. Es ist nur manchmal zeitlich schon schwierig. Du hast gerade einen sehr guten Freund angesprochen, der auch auf Madeira wohnt. Viele Grüße an den Drachenlord hier an dieser Stelle. Erzähler, hast du es rausgeschafft? Stabiler Gag. Es gibt natürlich auch, wir haben ja gerade aktuell eine Pandemie am Laufen. Ja. Und ich finde, Caro, auch das ist ein positives Beispiel. Mhm. Man kann sich jetzt im Real Life nicht treffen. Deswegen ist es ja ganz cool, wenn man sich online trifft, oder? Voll, ich finde sowieso auch, natürlich hat das was. Gerade wenn man jetzt mal sieht, dass ja ihre Alternative wäre, dann wahrscheinlich gar keine Freunde zu haben. Und da, ja klar, ist das schon eine Idee. Und ich merke das ja auch, wir sind ja alle, wie gesagt, mehr online. Ja, das ist durchaus so. Im Film sagt Vivi auch, dass sie real ist und keine Internetpersönlichkeit. Da frage ich natürlich unsere Streamer-Stars hier. Ist denn Realness eine Grundvoraussetzung für den Streaming-Erfolg? Weil auf YouTube kannst du natürlich ein Video hochladen und dann ist es für 15 Minuten, dann bist du weg. Oder Instagram wird gefaked. Aber wenn du 6 Stunden streamst, dann musst du ja real sein. Wenn die Leute merken, du bist ein Blödian. Also ich glaube, dieses Real-Sein-Ding ist auch eine sehr subjektive Sache. Also ich glaube, das ist halt Leute gibt, die würden jetzt Revi als real sehen und Leute, die würden Revi nicht als real sehen. Ja, wahrscheinlich halt genauso. Vermutlich die meisten uns als nicht real sehen. Nee, also ich glaube, dass es halt bei Streaming schon mehr wichtig ist als jetzt so bei YouTube. Oder ein ganz krasses Gegenbeispiel wäre zum Beispiel TikTok. Mhm. So, da hat man halt so einen 30-Sekunden-Ausschnitt im Vergleich zu einem 8-Stunden-Livestream. Man kann sich nicht 8 Stunden lang verstellen. Also kann man schon, aber das ist aber wirklich... Aber Hardcore-Pain, glaube ich. Das ist richtig Pain. Ich meine, du kriegst das ja hin. Du schaffst das ja. Ja, ich versuche nett zu wirken, obwohl ich ein Knecht bin. Kriegst das hin, Kevin. Habt ihr denn anfangs versucht, irgendwie nicht real zu sein und habt ihr gemerkt, es geht gar nicht? Also es bringt halt nichts. Hey, wer startet denn was und sagt, ich fange jetzt mal unreal an? Jetzt sag mal so, also, ich rede darüber nicht. Und dann Also man hat natürlich irgendwie am Anfang so ein paar Themen gehabt, über die man erstmal wahrscheinlich nicht gesprochen hat, weil man erstmal comfy werden musste mit der ganzen Situation so. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile redet man halt gefühlt irgendwie über alles, ne? Also ich rede wirklich fast über alles, also so... Du hast ja auch sonst keinen. Ich habe echt keine Schamgrenze mehr. Das wir haben gerade eine Frage bekommen von Beauty Beans Drawing. Hm. Wie hat sich dein Leben verändert seit Corona? Meins? Mhm. Ja, ich streame halt einfach mehr, ne? Also hat sich eigentlich nicht so krass verändert? Doch, also ich reise halt deutlich weniger und so. Und, also was heißt deutlich weniger? Gar nicht halt. Ne? ja, Clubs und sowas sind hier halt auch alles zu. Also Musik und sowas ist halt auch gerade alles ein Pain. Geht halt nicht. Aber dafür streame ich halt. Das macht halt auch voll viel Spaß. So, ich glaube, bei Kevin hat sich gar nicht viel getan. Oder? Ja, doch, geht schon. Also das Ding ist halt, ich bin ja auch so jemand, der ganz gerne feiern geht oder in Bars oder so. In Bootshaus kannst du alles komplett ja knicken gerade. Also ich glaube, das ist so, ja, guck mal, das Ding ist halt so, gestern war ja diese Monte-Reportage und da hat er es eigentlich ganz gut zusammengefasst. So. Wo der mit den Birkenstocks im Ständekostüm gesessen. So ein Ehrenmann. So, wir sind halt die, die es halt am wenigsten getroffen hat. So, ja, uns geht es ja dabei wirklich gut. Also wir sind blessed quasi damit. Es klingt super dumm, in der Krise der fast einzige Nutznießer zu sein, irgendwie der Einzige, der da irgendwie Profit macht. Aber alle Leute hängen halt zu Hause und alle Leute wollen ja Content sehen. Das ist dann YouTube-Content und natürlich super viel Streaming-Content. Also, aber ich muss sagen, das motiviert mich halt auch irgendwo so ein bisschen. Gerade am Anfang, wo Corona angefangen hat, ich dachte so, das geht so 2-3 Monate. Ich meinte so, Jungs, bis Corona vorbei ist, ich stream jeden Tag 12 Stunden. Ein Jahr später. Ich habe das so durchgezogen, 2 Monate. Ich war dann so am Arsch einfach und dann dachte ich so, Digga, das hört nie auf. Jetzt fährt er einfach hier 8. Wahnsinn. Aber wir haben ja geschafft, er hat's geschafft. Darüber geredet, was nicht geht, was geht denn auf Twitch nicht? Also gibt es irgendwelche Regeln? Seinen Hoden zeigen geht also, nicht. Ach, dann fange ich kein Twitch an, ist ein Unverschämtheit. Wir haben davon gehört, wir haben immer kurz darüber gesprochen, nackte Füße oder sowas. Wann sagt denn, weil du hast auch schon mit vielen Bands zu tun gehabt, wann sagt Twitch, es reicht? Herr Witt ist der Profi. Also es gibt da jetzt keine, ich glaube auf YouTube gibt es diese Regel, dass man, wenn man 3 Strikes hat, dann wird der Channel gelöscht oder so, ne? Mhm. Sowas gibt es, glaube ich, nicht direkt öffentlich so. Aber bei mir war das quasi so, dass ich halt 4 bis 5 einzelne Fälle hatte innerhalb von so 4 Monaten oder so. Was ist genau da passiert? Ja, zum Beispiel, ich habe halt, das war halt auch so gerade Anfang Corona, meine Community ist so ein bisschen gewachsen und ich habe halt so schon vorher sehr viele Videos von Zuschauern immer abgecheckt. Und dann hast du drauf geklickt und dann kam was mir nicht gezeigt werden durfte. Ja, dann kam dann zum Beispiel halt ein Festival-Video, das war so Tomorrowland-mäßig und jemand meinte so, ja, check mal hier diesen Remix aus oder so. Das war halt auch ganz normaler Song einfach. Auf einmal läuft einfach so ein Mann rein, zieht einfach so Hose runter, zeigt so seinen Arsch. In einem YouTube-Video, so ganz normal, noch nicht im 80er schalten oder irgendwas. War halt auch bei dem Tag, war ich komplett drauf, als ich das gemacht habe. Ja, so Klassiker. Solche Sachen sind halt mehrmals passiert und da ich halt vorher 6 Jahre lang sowas halt gar nicht hatte, dachte ich halt am Anfang so, ja, war halt nur unlucky, war mega dumm im Nachhinein. Caro, hast du bei deiner Recherche was rausgefunden, vielleicht von Twitch, was man da nicht darf? Haben die dir irgendwie eine Aussage gegeben oder ist es schwer ranzukommen? Doch, also ich habe eine Geschichte gehört. Andi, mit dem ich auch gedreht habe, der hat mir erzählt, dass seine Mutter abends reinkam und hat irgendwie einfach nur die...
die Sachen noch ausgemacht, weil er irgendwie eingeschlafen war beim Stream. Und dann war sie aber leider zu sehen und sie hatte irgendwie nur ein Nachthemd an und dann wurde er auch gebannt. Oder bitter, Dicker, das ist richtig bitter. Gebannt wegen der Mutter im Nachthemd? Also nicht gebannt, er durfte drei, irgendwie so. Genau. Die eine Hilf-mir-Folge, ne? Könnte bei Romata noch passieren sein im Stream. Romata, Wieland. Wir haben eine tolle Frage von DJ Olex. Und zwar, meine Frage wäre, ist der Druck nicht sehr hoch, jeden Stream die Erwartungen der Zuschauer zu befriedigen? Beziehungsweise ist die Angst vorhanden, den Hype zu verlieren? Boah. Antonia, hast du Angst, den Hype zu verlieren? Hype ist immer ein schwieriges Wort. Ich denke, jeder Streamer achtet auf jeden Fall immer ein bisschen auf seine Zahlen. Das ist leider so eine leichte Zahlen fixiert hat, die man auch, ich glaube, in seinem Leben auch nicht losbekommt. Ich denke, das ist bei sehr vielen Leuten einfach so, die selbstständig sind, dass man dann natürlich Angst hat, dass was schiefgehen könnte, vor allem, wenn es die Leidenschaft ist und man es halt einfach so sehr, sehr gern macht. Aber ich denke, dass die Erwartungen, hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, die Erwartungen vom Twitch-Chat sind eigentlich gar nicht so riesig hinsichtlich riesengroßen Formaten oder so, sondern es geht einfach daran halt, mit dem Chat einen coolen Stream zu haben, dass man zusammen labert und ich, I guess, solange da alle gut drauf sind, kann es eigentlich fast nur ein guter Stream werden. Deswegen, glaube ich, kann man da nicht so oft enttäuschen. Jemand hat da bei mir mal so ein ganz gutes Statement gemacht. So, ich hatte halt mal so eine Phase, wo ich mir auch so mega den Druck gemacht habe. So, hey, ist man lustig genug oder so. Und dann streamt man ja auch viel mit anderen Leuten, zum Beispiel mit dem Knecht da oder so. Und dann denkt man sich so, boah, Alter, die sind irgendwie viel lustiger, außer jetzt bei Revi da nicht, aber bei den anderen. Ja, das ist eine komplette Frontshow. Man denkt sich so, ja, okay, die anderen sind halt irgendwie lustiger oder so. Oder machen das irgendwie besser. Sehen und besser aus. Bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen. Und dann hat aber jemand so ein Statement gemacht, einfach so in meinem Chat. Das war eine normale Nachricht, aber irgendwie hat sich die so voll eingebrannt. Da meinte der so hey, auch wenn du langweilige Tage hast, enjoy ich diese Streams extrem. Und ich konnte das so voll relaten in dem Moment, als ich das gelesen habe. Weil wenn ich meine Lieblingsstreamer gucke, was jetzt nicht so oft vorkommt, aber wenn das halt so ist, sag ich mal, so einmal pro Woche, zweimal pro Woche, dann habe ich halt auch so das, dass ich so merke, okay, irgendwie haben die heute nicht ihren besten Tag, aber ich gucke es trotzdem und ich enjoy es einfach, weil man diese Person einfach feiert. Haben wir wieder die Realness, ne? Weil genau, man feiert diese Menschlichkeit auch. Man will auch manchmal sehen, dass die Person mal vielleicht nicht so ultra gut drauf ist. Das gehört so dazu, glaube ich, zum Charakter. Ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten Clip. Und zwar geht es da wieder um Vivi und die hat was zum Thema Preisgeben von Informationen gesagt. Clip ab. Hat man manchmal den Moment, dass man zu viel teilt, was man irgendwie bereut, wo man denkt, na, ich kenne die Leute doch gar nicht, jetzt habe ich denen vielleicht zu viel preisgegeben. Also ich achte schon sehr darauf, was ich sage und was nicht. Und wenn mir was rausrutscht, dann sage ich, ja, das habt ihr jetzt vergessen, dann haben sie es auch vergessen. Ja. Also, ich glaube nicht, dass mir jemand irgendwas vorhalten würde, nur weil ich mich öffne. Also das sind ja alles ganz normale, nette Menschen. Ich glaube, da kann man erstmal sagen, dieser Satz ist, ich würde sagen, ziemlich naiv. Also zu sagen, wenn mir das rausrutscht, dann sage ich einfach, vergesst es und dann habt ihr es vergessen. Ja, also, da kommt jetzt drauf an, auf was das jetzt bezogen ist. Ja, ich glaube, bei ihr, sie wird jetzt nicht irgendwelche super schlimmen Aussagen gemacht haben. So. Man sagt ja immer, dass so dieses, das Internet vergisst nie. Auf der anderen Seite, wenn ich halt überlege, was es an Shitstorms jeden Tag gibt, das ist nach zwei Tagen wieder abgeebbt. Also da wir halt in so einer Shitstorm-Cancel-Culture leben, wo halt jeden zweiten Tag irgendwer für irgendwas gecancelt wird, was entweder aus dem Kontext gerissen ist oder er hat wirklich Scheiße gebaut, kommt man da quasi fast gar nicht drum herum. Gefühlt, irgendwem irgendwo auf den Schlips zu treten mit einem dummen Joke oder mit irgendwas, was missverstanden werden kann. Und meistens etwas relativ schnell wieder ab. Klar sollte man trotzdem halt reflektieren und halt irgendwie schauen, dass man halt nicht nur Bullshit talkt. Ne? Und auch irgendwie an Janine Kunz an der Stelle. Ein paar moralische Werte halt so vertreten. Ne? Wir haben eine Frage bekommen von KK. Habt ihr schon mal Hate kassiert und habt ihr schon mal darüber nachgedacht, mit Streaming aufzuhören? Antonia, sag du mal zuerst. Also Hate habe ich auf jeden Fall schon abbekommen. Zu Recht. Auch oftmals, das auch tatsächlich zu Recht. Das sind oftmals Kleinigkeiten. Dieses Cancel-Culture-Ding ist halt so eine ganz große Sache. Und oftmals sind es wirklich ganz, ganz, ganz kleine Sachen, wo dann halt man auf, zum Beispiel auf Twitter oder einen Tweet ein bisschen viraler geht oder so. Ich hatte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr auf TikTok diese Videos, wo Leute so kleine Hände haben? Ja, die natürlich. Die quasi so aus Gummi, diese kleinen Gummihände. Na klar. Und die hatte ich mal im Stream ausgepackt, weil ich das einfach lustig fand. Und dann kam es halt am nächsten Tag direkt, dass ein Tweet darüber verfasst wurde, dass ich mich über Behinderung lustig machen möchte. Was natürlich auf gar keinen Fall das war, wo ich ansatzweise hingehen wollte. Ich versuche im Stream immer Werte rüberzubringen, in der ich auch stehe. Mhm. Und ich glaube, sowas geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Aber ich muss sagen, sonst hatte ich, glaube ich, Glück, dass ich noch nie unter einem riesen Shitstorm war bisher.
Das ist ja unglaublich. Wir hatten noch ganz was darf man heutzutage noch? Wir hatten das Thema, bevor der Benni ausrastet, wir hatten natürlich, wir haben euch auch gescannt und ihr habt alle schon mal Sachen im Internet gemacht, die man vielleicht nicht vergisst. Und deswegen gucken wir uns eine ganz kleine lustige Compilation an. Digga. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Auf geht's, komm. Richtig dicke Schwänze, richtig geile Schwanz. Schwanz und Schwänze. Ah, ich hab mir die Hand geschnitten mit dem Messer. Fuck, ich blute, ist übertrieben. Oh mein Gott. Cox und Brüste. Ja, die sind richtig geil. Yeah. Würdet ihr zum Frühstück Pommes essen? Ja. Würdet ihr Pommes zum Abendessen essen? Ja. Ja. Der Clip von Toni war voll normal. Ich Toni, hast du nicht gemacht? Hast du nicht gemacht? Das war der Fan von Toni. Dass sie dann irgendwie. Gut weggekommen. Ja, übertrieben. Ja, ne? Ich fand den Blick von Revi von dir fand ich am besten, wo du dir quasi den in die Hand geschnitten hast und dann diese ganz kurze Panik in den Augen. Ich das war keine Panik, das war Geschäftssinn. Ich habe direkt gesehen, Digga, das lässt sich monetarisieren. Thumbnail. Und dann hier rein, zack. Ich hatte dieses Gefühl von pochendem Blut, was aus dem Finger austritt. Es hat mich einfach nur geil gemacht. Aber Caro, du hast mit Revi gesprochen, sie hatte tatsächlich einen Stalker. Das heißt, sie hat einen Stalker gehabt, der sie zu Hause besucht hat und irgendwie sich hingestellt hat und was hat sie ihr gesagt, willst du mich heiraten oder so? Genau, ja. Ich habe mich dafür schon entschuldigt. Oh, Bro. Kritischer Gag an der Stelle. Hat sie denn, wie hat sie auf dich gewirkt, als sie über ihren Stalker darüber erzählt hat, dass sie vielleicht zu viel preisgegeben hat? Ja, also ich meine, es hat mir auf jeden Fall präsent gemacht, wie schnell sowas gehen kann. Ich meine, sie war ja auch, oder sie ist heute, glaube ich, gehört jetzt auch nicht zu den allergrößten Streamerinnen, aber damals war sie ja noch kleiner. Und ja, zeigt einfach, wie sehr man das unterschätzen kann. Sie hat, glaube ich, nur irgendwie gesagt, welchen Telefonanbieter sie hat oder so. Und das hat dann schon gereicht, dass jemand sie gestalkt hat. Und das ist, ich meine, Drachenwald ist ja eh nochmal eine andere Geschichte, aber es geht halt schnell. Aber es geht trotzdem schnell. Auch Andi hat erzählt, ich meine, das kennt ihr safe auch, dass euch irgendwer eine Pizza bestellt oder so. Ich glaube, dieser Stalking-Aspekt, ich habe das sehr, sehr oft bei gerade weiblichen Streamern mitbekommen, das ist ein irres Problem. Also, ich meine, guck uns beide an, so, wer will das stalken? Wir sehen aus wie Gott. Weiß ich. Bitte was? Wie gerade du, Digga, du könntest deine Adresse öffentlich machen, es wird kotzen, keiner vorbeikommen. Oh, deine reinzuhauen. Ja, okay, aber das ist halt wirklich ein Riesenproblem bei gerade weiblichen Streamern, glaube ich, dass halt Fans diese Connection und Männer halt diese Connection nicht verstehen, dass das halt keine Freundschaft ist oder wir sind nicht so, wir sind nicht befreundet, sondern es ist halt immer noch eine Unterhalter-zu-Zuschauer-Distanz. Es ist nicht so, dass du jetzt das Recht hast, dieser Person irgendwie Schwanzbilder zu schicken oder vor der Haustür zu stehen oder da in den DMs rumzukriepen oder Gott weiß was zu machen. So, das ist halt echt, glaube ich, ein Riesending, dass die meisten Kerle das halt, so wie gesagt, ich habe es halt bei Männern bis dato nie so richtig mitbekommen, so dass es da irgendwie Probleme gab. Klar, sind mal Fans. Gaspar, die auch mal klar, Probleme? Fans sind vor der Tür so, aber das ist nicht auf einem Stalker-Level, dass die sagen, ich bin jetzt hier und ich habe mich in dich verliebt und hier ist mein Fuß und kannst du mich voll pinkeln, so weiß ich was. Weißt du, also, das ist ja was ganz anderes. Das so von ganz vielen Extremfällen halt gehört. Wo halt dann Leute, die ja wahrscheinlich sehr einsam sind oder wahrscheinlich das nicht richtig einordnen können, da super, super lost sind und halt ganz, ganz falsch damit umgehen. Ich glaube halt, dass Leute, die bei uns beiden zum Beispiel, also bei männlichen Streamern tendenziell, lost, eher so vor der Tür stehen würden, sind halt Leute, die vielleicht das so ein bisschen als wie so eine Freundschaft interpretieren. Mhm. Und vielleicht bei so Girl-Streamern oder Streamerinnen, da hat man vielleicht dann eher so dieses, dass es dann, dass die vielleicht so beziehungsmäßig in diese Richtung. Ihr seht das dann lustig, ne? Wenn ihr seid so zwei lustige Typen, wenn ihr jetzt dann der Thorsten vor eurer Tür steht und dann schreit, ist ja bei dir immer passiert, Kevinski? Was war aber die? War bei dir vor der Tür nicht mal jemand, hat gebrüllt oder so? War das nicht Ja, dann haben wir rausgerufen, du Hurensohn, verpiss dich oder wir holen die Kopf. Das hat immer den Meinungsverstärker. Nee, wir haben Meinungsverstärker. wir haben halt so, ich bin dann immer, also ich versuche sowas immer nett anzugehen, weil ich mir denke, ja, so, das ist vermutlich der einfachste Weg und dann. Zum Glück war es bis jetzt immer so, dass die, das kam aber, muss ich wirklich sagen, bei mir, ich bin da wirklich gesegnet, noch nicht so oft vor. Ich habe tatsächlich auch schon mal meine Adresse geleakt und meine Telefonnummer und ich habe die Telefonnummer immer noch, so. Kriegst du manchmal noch Anrufe darauf? Ja, ja, immer noch, aber das ist so, ja, scheiße. Aber ich glaube, was Revi gerade gesagt hat, ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass man, vielleicht wenn man YouTube-Videos online stellt, dann bekommt man auch die Fans auch eine Bindung, aber wenn man halt täglich live ist, dann bilden sich vielleicht manche Leute ein, ich bin noch täglich da, der gehört mir doch jetzt irgendwie, oder ich gehöre doch jetzt irgendwie zum Freundeskreis, oder? Ja, genau so, ja. Antonia, bei dir auf Madeira, ist da schon mal was passiert? Wurdest du schon mal besucht?
Also ich hatte tatsächlich in meiner sehr, sehr frühen YouTube-Zeit schon damit Probleme, dass ich schon mal jemanden vor der Haustür hatte, damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Das war auch sehr unangenehm, als dann der Freund von meiner Mom aufgemacht hat und dann erstmal ich in Jogginghose runtergegangen bin, weil ich nicht wusste, wer vor der Tür steht. Aber sonst bin ich damit, habe ich da eigentlich Glück mit. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die man einfach nicht öffentlich machen kann. Mhm. So was halt an Sachen, was so passiert ist. Aber auch, ich würde sagen, mit Madeira hat man da auch nochmal so eine bestimmte Grenze, wo man so eine leichte Sicherheit hat, dass es für Leute mit Sicherheit schwieriger ist, die Adresse rauszufinden, weil zum Beispiel nicht der Nachbar vom Nachbar einen schaut und der kennt einen und der hat einen durch den Hausflur laufen sehen. Deswegen ist es da wahrscheinlich noch mal ein bisschen sicherer. Aber dass Leute vor der Haustür stehen und die Adresse rausfinden, das passiert immer. Sobald man umzieht, dauert es eigentlich nicht lange und dann ist die Adresse irgendwo. Aber was heißt das denn in der Konsequenz, wenn die Adresse da ist? Heißt das dann, man geht, besucht euch dann? Oder also, heißt das, dass man was hinbestellt? Oder? Also bei mir, wie gesagt, ich habe bis jetzt insgesamt wirklich, hatte ich so 2 oder 3 Vorfälle insgesamt in 6 Jahren Laufbahn, wo wirklich da was bestellt wurde oder so, oder wo mal jemand vor der Tür stand. Oder lass es 5 sein, aber es ist halt noch überschaubar. Aber ich kann so aus meiner Sicht sagen, dass ich dadurch, dass so bei unseren YouTube-Kollegen so Dinge passieren, wie bei Justin war dieses mit dem DHL-Boten, habt ihr vielleicht mitbekommen, das ist auf YouTube stattgefunden, aber oder hat auf YouTube stattgefunden, also bei einem YouTuber, aber es kann ja genauso auch bei mir oder bei dir passieren. So, oder bei euch quasi. Es gibt noch UPS, das gibt's noch. FedEx, oh ja, es DPD. Gibt UPS. TNT gibt's noch. TNT. Schaut euch der Strobel an der Stelle. Big Fan an TNT. Ja. So, da habe ich halt persönlich so, also es geht wieder so, weil das jetzt ein bisschen entspannter ist, aber da habe ich halt immer so ein bisschen Schiss und bin auch sehr vorsichtig geworden, so, wenn ich jemandem die Tür aufmache, ob ich da nicht vielleicht jetzt irgendwie überfallen werde oder so. Es klingt dumm, aber da bin ich auf jeden Fall richtig vorsichtig geworden. An dieser Stelle mal, ganz wichtig, liebe Freunde, abonniert unseren Kanal. Hashtag WWLive. Viele Grüße an den anderen Chats hier auf Twitch. Richtig. Und bleibt Pock, 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 Chat. Wie heißt das? Pockhead, oder wie heißt das? Pockhead. Caro, weißt du, was Pock bedeutet? Nee. Antonia, erklär mal ganz kurz, was bedeutet Pock? Ja, Toni, mach mal. Oh, let's go. Es gibt so Emotes auf Twitch, das sind wie diese Emojis am Handy, gibt es auf Twitch halt Emotes und die kann man in den Chat schreiben. Wenn man was cool findet, schreibt man Pork. Das ist was heißt denn Pork? Woher kommt das denn? Du musst dir vorstellen, im Grunde sind so Emotes so ein... Guck mal, du hast ja diese Emojis, ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel, du schreibst hahaha und dann machst du diesen Lach-Emoji mit diesen Tränen. Ja. Und dann weißt du gegenüber, okay, du lachst. Oder du machst irgend so einen anderen Emoji und diese Emojis drücken ja wie so ein Gefühl aus. Und da du halt quasi mit diesen Emojis nicht alle Gefühle ausdrücken kannst, sind die auf Twitch halt hingegangen, haben halt noch mehr Bilder gemacht. Und du hast halt so ein richtig breites Spektrum an... Es ist so, als würdest du wie so eine Emotion quasi reinposten. Das sind halt so Facial Expressions, das sind halt auch meistens Bilder von echten Menschen. Okay. Ja. Die dann zum Beispiel so ein Gesicht haben, so als wäre irgendwas Krasses passiert. Oder jemand, der so weird guckt, so Weird Champ und sowas. Wissen Sie, wie so WhatsApp-Sticker quasi. Genau. Okay. Damit wäre das Boomer-Level dieser Sendung hoffentlich erreicht. Frage an Caroline. Habe die Doku eben gesehen und finde die an sich gut. Aber Twitch hat auch so viele gute Seiten. Wie ist deine Meinung dazu? Von Jojo998. Viele Grüße. Ja, also es geht einem irgendwie oft so. Man macht eine Reportage und sagen alle so, boah, man war voll negativ. Wie gesagt, habe ich ja eben schon mal gesagt, den Eindruck hatte ich gar nicht. Trotzdem ist natürlich so, dass man sich irgendwas rauspickt, wo man denkt, dass es da auch Reibungspunkte gibt. Mhm. Und am Ende ist das wirklich ein bisschen eine persönliche Entscheidung. Und wie gesagt, ich finde jetzt Twitch auch nicht irgendwie komplett scheiße. Hast du noch Kontakt zu Vivi zum Beispiel jetzt noch? Hat sie dir noch mal geschrieben nach der Doku? Ja, wir hatten noch mal so ein bisschen Kontakt. Genau, und mit Andi habe ich auch noch relativ viel gesprochen. Auch einfach so ein bisschen, um halt klar abzuklären, dass es allen gut geht, so mit dem Film und so. Ob da jetzt, also ich glaube, das bleibt dann schon so ein bisschen, wird jetzt wahrscheinlich schon weniger werden, aber ja, so ein bisschen doch. Komm hier direkt, du hast Andi schon angesprochen, wir hätten die beiden wie in der Klasse auseinandersetzen sollen. Das eine Kind in der Grundschule mit der Bindehaut und aber der Sticker gefällt mir natürlich super, wow. Super, ja. Funk macht's möglich, Funk ist geil. Ja. Komm direkt zum zweiten Protagonisten dieser Dokumentation, das ist Andi und der ist nach einem 72-Stunden-Stream zusammengeklappt und hat als 15-Jähriger bei Twitch bis zu 500 Euro im Monat verdient. Hier ist für euch Andi über seinen Verdienst und so. Bitte. Und so. Über 500 Euro hat er pro Monat mit Twitch verdient, erzählt er. Sau viel Geld für einen damals 15-Jährigen, finde ich. Übrigens, die Schränke waren schon immer leer. Andi sagt, er habe sie sich nur angeschafft, weil sie einen coolen Background für seinen Stream abgeben. Dein
längster Stream ging wie lange? 72 Stunden. 72 ja. Stunden. Und was hast du da die ganze Zeit gemacht? Ja, das, was ich sonst auch immer mache. Wir zocken dann quasi. Wie lange sind denn, warte mal, 72 sind ja quasi drei, ja. drei Tage, drei Nächte. So. Von Freitag bis Montag. Wow. Ja, ich bin vom Stuhl gefallen. Du bist vom Stuhl? Ich bin, ja, das war peinlich. Ich bin eingeschlafen und bin vom Stuhl gefallen. Und hast du nicht nachher gedacht, okay, dann mach ich jetzt mal aus? Nee. Ja, das heißt, er ist zusammengeklappt, hat dann einfach weitergeschlafen quasi oder hat den Stream dann ausgemacht? Nein, er ist dann natürlich dadurch aufgewacht, dass er vom Stuhl gefallen ist und hat sich dann halt wieder hingesetzt. Ach so. Ja. Ist auch schon mal passiert, Revi? Du bist auch so eine kleine... Ist dir doch mal im Ballermann-Urlaub passiert, sowas ja. jetzt, oder? Wo warst du in der Nacht von Freitag auf Montag? Ich bin schon mal vom Stuhl gefallen. Wir haben ja auch schon mal 24-Stunden-Streams und sowas. Letzte Woche vom Stuhl gefallen bei Mario Kart. Ja, das liegt aber nicht daran, dass du müde bist, sondern dumm bist. Aber ganz kurz, was, Kevin hat eben ganz kurz gesagt, dass er hat sich ja quasi das hinten in den Schrank. Ja. Du hast auch einen Dekoschrank gehabt. Ich hatte früher in meinem, das ist nicht mein erstes Streaming-Setup gewesen, aber als ich dann so irgendwann umgezogen bin, habe ich das schon so 2 Jahre gemacht. Da habe ich mir auch hauptsächlich hinten eine Ikea, also es sah auch echt so ähnlich aus mit so einem Fernseher in der Mitte und dann so drumrum. Und das war halt auch, da waren auch mega viele Fächer einfach leer. Aber ich habe es schon eher geholt, um mein Wohnzimmer einzurichten. So, ich fand es nur lustig, dass meins auch leer stand. Kann man auch steuerlich geltend machen natürlich. Gehört zum Requisite, liebe Freunde. Requisite. Er hat damit Geld verdient. 500 Euro für einen 15-Jährigen. Caro, was hast du da gedacht, als er die Summe gedroppt hat? PogChamp. Naja, nee, also ist natürlich logisch, dass man dann okay, auch weiter, hat, weiter Bock hat, das zu machen. Ne? Ich verstehe das auch total, wenn ich 500 Euro damals verdient hätte als 15-Jähriger. Jo, und das macht ja auch Bock. Also ich meine, kann ich ja schon verstehen. Ich kann auch sowieso grundsätzlich verstehen, dass es Bock macht zu streamen. So, ich meine, ich bin ja auch, wenn ich beim Y-Kollektiv bin, bin ich ja auch dann halt nur kurz vor der Kamera. Also keine das kann ich grundsätzlich schon fühlen. Ja, ja, genau. Aber so, das verstehe ich schon. Gerade wenn du dann 15 bist und auch, er hat halt auch erzählt, er kommt aus so einer Kleinstadt. Und er meinte so, ja, ich weiß zwar rational, dass ich jetzt kein Star bin oder so, aber natürlich ist es auch ein nices Gefühl, mit 15 sich so ein bisschen Fame zu fühlen und so. Also, und dann auch noch Geld kriegen, quasi für die Sucht so ein bisschen bezahlt werden, wenn man es jetzt so kritisch sieht. Ja, geht klar. Schon geil, glaube ich. Antonia, erklär uns mal ganz kurz, wie kann man auf Twitch Geld verdienen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Oh, es gibt viele Möglichkeiten, auf Twitch Geld zu verdienen. Ich glaube, das Hauptding ist halt einerseits die Subs, die es auf Twitch gibt. Das ist einfach diese Abonnements, die Viewer abschließen können für 5 Euro im Monat oder Twitch Prime ist kostenlos, für Studenten und so weiter. Ich glaube, für ein Jahr. Und die Subs, die Abonnements sind ein großer Teil. Werbepartner, Placements ist ein Teil. Werbung, die auch in Twitch-Streams geschalten wird, ist auch ein kleiner Teil. Und ich denke, für viele Streamer sind die Donations noch ein Teil. Ich glaube, das sind so die 4, 5 großen Einnahmequellen bei Twitch-Streaming. Kann man bei den Donations eigenständig irgendwelche Werte festlegen und zahlen? Oder sind die festgelegt von Twitch? Ja. Nein, die kannst du bestimmen selber. Vielleicht ich kann auch 100 Euro als Donation anklicken. Also 1.000 machen, wenn du das möchtest, kannst du auch 2.000 machen. Kann ich auch 20.000 geben? Ja. Kannst du auch machen, wenn du auch es willst. Auch 1 Million? Kannst du auch machen, wenn du was war denn das höchste Geldsumme, wie du jemals bekommen hast? Boah, ich glaube in einer Dono, das ist aber schon was länger her. Na, wobei, das war, also ich selber, oder also wir haben einen Charity-Stream gemacht, da hat halt tatsächlich jemand mal 10.000 reingespendet, was unglaublich viel ist. Also einmalig als Donation, 10.000 Euro. Ja, es war halt ein Charity-Stream, wie gesagt, es war dann okay. Aber war das eine Privatperson oder war das zu den Millionen? War eine Privatperson tatsächlich, ja. Ich hätte auch mal 20.000 in den Charity-Streamer. Und ich glaube ich selber wahrscheinlich so 1.500 oder sowas auch schon, ja. Auch schon, richtig. Aber wenn ich jetzt 20.000 Euro bekommen würde von Karl Justus, Johannes von Gutenberg. Da würde ich mit ihm ja irgendwie persönlichen Kontakt aufbauen, weil ich würde das ja gar nicht checken, warum gibt er mir jetzt 20.000 Euro? Aber ist ja für Charity halt, ne? Richtig, das ist was anderes bei einem Charity-Ding. Aber ich habe Wohltätigkeit. Ich habe das auch schon gerade am Anfang ganz oft gehabt, so dass halt Leute dann irgendwie mit der Kreditkarte von der Mutter, das war so ein bekanntes Ding, irgendwie, dass halt Mama dann Kreditkarte und so. Und dann haben die sich natürlich gemeldet, via PayPal oder halt auch irgendwie per Instagram. Natürlich gibt man das dann zurück, so im Regelfall. Was heißt im Regelfall, wenn man halt belegen kann, okay, Mama hat damit ein Problem oder so. Es gibt halt natürlich auch Leute, die nutzen das halt gerne, um damit reinzutrollen. Es gab mal irgendwie wohl... man kann das zurückziehen, dann werden PayPal-Konten gesperrt und sowas. Das gab es auch, das ist aber alles auch nicht mehr möglich so. Nee. Im Endeffekt ist es halt so, man bedankt sich ja auf jeden Fall natürlich, das ist halt unglaublich viel Geld. Die Leute machen das ja freiwillig, also das ist ja eine Sache, die... Ich zwinge die dazu. Ne? Ja. Jetzt danke, Jungs.
Und es ist ja, wie gesagt, eine freiwillige Aktion von denen. Und man muss aber halt schauen, dass man, glaube ich, halt nicht dazu verkommt, irgendwie dazu neigt halt zu sagen, ich bevorzuge diese Person jetzt gegenüber den anderen, nur weil sie mir jetzt super viele Subs gegiftet hat oder hier Geld dagelassen hat. Die ist genauso viel wie jeder andere Zuschauer, der nicht der Follower ist oder kein Follower ist. Von mir ist es, kann er auch sein, ist ja total egal. Ja, jeder supportet den Stream so gut, wie er kann. Und Statements. Das ist voll cool. Wir hatten eben eine Frage von Dennis Möller im Stream, eine kritische Frage an dich, Antonia. Warum du in, ob du die, da steht's was sagst, vor, wie zu den Steuervorteilen durch Madeira, weil sie ausschließlich deutsches Publikum bedient, jedoch in Deutschland keine Steuern zahlt. So dreist, Toni, von dir. Wirklich, okay. Alter. Boom. Also primär dürfen wir nicht die Österreicher und Schweizer ignorieren, aber ich verstehe auf jeden Fall die Fragestellung. Doch, darf man. Scheiß auf die. Das Ding bei mir ist halt, man kann das jetzt natürlich sagen, aber ich glaube, das ist die andere Sache. Ich bin halt ausgezogen nach Madeira, da habe ich im Monat vielleicht 300-400 Euro verdient. Und das Steuerthema war jetzt für mich nicht der Big Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach Madeira, weil da habe ich weniger Steuern, sondern ich bin da hingezogen und mir gefällt es hier einfach mega gut und deswegen bleibe ich hier und arbeite hier und zahle hier auch Steuern und nicht so viel, nicht so wenig, wie immer alle Leute denken. Aber wie gesagt, der Steuervorteil war nicht der Grund, warum ich hierher gezogen bin. Wie gesagt, vor 2 Jahren, da habe ich quasi nichts verdient und habe mich entschieden auszuwandern, weil es mir einfach mehr zusagt. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, wenn jemand viel Geld spendet. Und wir haben auch einen Clip von Vivi dazu. Da freut sie sich über Geld und redet darüber. Schau mal rein. Mein Gott. Warum? Dankeschön. Du hast ja eine relativ große Geldsumme eigentlich bekommen, ne? Ja. Wie fühlt sich das an? Komplett unrealistisch und unwirklich. Also meine Beine haben total gezittert. Ich merke das dann auch immer, dass ich dann total anfange zu schwitzen, weil das irgendwie so Stress ist einfach. Ja, kannst du das noch genauer erklären? Warum Stress so? Also wie sagt man das am besten? Also ist einem das so ein bisschen, also ich meine, der gibt dir das Geld ja freiwillig, aber ist einem das unangenehm ein bisschen? Ich würde nicht sagen unangenehm, aber kannst du dir vorstellen, du hast einen Lottoschein in der Hand und du schaust, keine Ahnung, Lotto oder so. Und dann siehst du diese Nummern und es sind immer die gleichen. Und dann kriegt man ja auch dieses Adrenalin und alles. Klar, und ähnlich fühlt sich das an. Grüße an die Bubas an dieser Stelle. Die haben 6 Millionen Mark gewonnen oder sowas und einen Esel gekauft. Mhm. Grüße gehen raus, natürlich. Wie freut ihr euch über Geldspenden? Habt ihr euch? Gar nicht. Oder, weil sie haben, das Clip geht normalerweise länger, Caro, wo sie sich freut. Ich glaube, 2 Minuten. Genau, erklär doch mal ganz kurz, Caro, was ist da passiert? Sie hat eine große Geldspende. Genau, sie hat 333 Euro bekommen. Und genau, ich saß hier daneben und ich... Das war schon irgendwie, also mir war es so physisch unangenehm irgendwie, weil sie auch dann sich halt nur gefreut hat und ich gar nicht so wusste, ich bin ja diese Live-Situation nicht gewohnt und dachte, wir müssen jetzt mal irgendwas wieder machen, die Leute gucken uns zu. Naja, aber sie hat sich dann halt bedankt und das ist, glaube ich, schon so der Punkt, weil man, was mir dann schon ein bisschen schwer fällt zu verstehen, weil auf der einen Seite redet sie so von, oder viele Twitcher, es geht jetzt gar nicht so um sie, aber so engen Kontakt zu der Gemeinschaft und ja, ich brauche gar keine Offline-Freunde, aber irgendwie kriegt man dann ja von denen trotzdem, die finanzieren einen ja irgendwie und das ist zumindest so als Outsider schon ein bisschen schwer zu verstehen, glaube ich. Es ist super schwierig, glaube ich, diese Kultur auf Twitch so zu getten, weil das halt wirklich was ganz, ganz Eigenes, eine ganz eigene Subkultur ist. Und auch dieses Donation-Ding, was ja auch aus den USA entsteht, man versteht erstmal überhaupt nicht, warum kriegt irgendeine random Person im Internet Geld für etwas, was sie kostenlos macht. Das erschließt sich erstmal gar nicht. Ich sag immer, das klingt super schwierig, aber es ist ungefähr wie, als würdest du einen Startup oder einen Kickstarter quasi unterstützen, weil du möchtest der Person ja irgendwie, die unterhält dich und du machst das wahrscheinlich halt, weil du mit Leidenschaft dabei bist und willst einfach irgendwas zurückgeben. Mhm. Das muss aber auch, wie ich eben schon gesagt habe, nicht immer über Geld passieren, sondern halt auch einfach über Support, dass du im Chat bist und so weiter und so fort. Aber es ist, ich verstehe das voll, dass es als Außenstehender super schwierig ist zu realisieren, warum da mit so großen Beträgen teilweise dann um sich geworfen wird. Es ist auch teilweise so, dass es halt, ich hatte es gestern zum Beispiel noch, das habe ich eben Kevin erzählt, meine Donations werden, glaube ich, ab einem bestimmten Betrag, ab 3 Euro habe ich eingestellt gehabt, dass sie vorgelesen werden und dann haben halt Leute irgendwann einfach nur noch Buchstaben reingespammt, die dann halt oder Fragezeichen. Es wird halt immer weiter dann vorgelesen. Dann habe ich gesagt, ey, wir machen das jetzt aus und Tobi meinte, jo, ich stelle es halt einfach um.
Und dann haben wir gesagt, ja, Digga, dann machen wir es halt auf 100 Euro halt so, ne? Und dann denkst du eigentlich, dass es gut ist und trotzdem gab es halt Leute, die dann halt dann trotzdem noch mitgegangen sind. Was, boah, ich hasse das, wenn Leute. Das ist wie eine Herausforderung für die wahrscheinlich dann auch, ne? Ja, richtig, genau, das war aber gar nicht so gemeint. Also ja. Jetzt haben wir es, glaube ich, komplett ausgemacht. Ich kann das voll verstehen, was du meinst mit, dass es vielleicht so ein bisschen, weil du hattest ja sie so auch so gefragt, ob sie es unangenehm fand. Mhm. Ist es auch teilweise. Was für mich ist so implementiert, dass du das auch in dem Moment vielleicht ein bisschen so unangenehm fandst. Und ich konnte da mega relaten, weil... Gerade wenn, also ich würde nicht sagen, dass es unangenehm ist, wenn mir jemand viel Geld gibt, weil man gewöhnt sich auch an die Situation. Aber Grüße an Rundfunkgebühren, liebe Freunde. Ich finde, also wenn man noch gar nicht so da drin steht, dann versteht man vielleicht auch so eine 10-Euro-Donation gar nicht, ne? Weil warum soll ich jemandem 10 Euro im Internet geben? Aber das ist was man mit der Zeit versteht. Ich aber immer noch nicht so ganz für mich persönlich verstehe, ist, warum gibt mir jemand mehr als, sagen wir, 50 Euro, weißt du? Es gibt so Leute, die sagen so, ey Dicker, ich bin seit 6 Jahren dabei, ich habe dir noch nie was gegeben, du begleitest mich so meine komplette Kindheit, hier sind 50 Euro. Ja, das verstehe ich dann, weißt du? Ich finde es andererseits auch voll cool, dass man eben nicht so, wie wir gewöhnt sind, irgendwie weiß nicht, Musik zu streamen, Filme zu streamen und eigentlich immer alles zu konsumieren, ohne was zu bezahlen. Das spricht ja auch einfach für die Gemeinschaft so, dass die Leute halt sagen, komm, ich liebe deinen Content, ich gebe da was zurück. Und am Ende machen sie das ja auch freiwillig. Ja. Aber ja, genau wie du sagst, so von außen drauf denkst du erstmal so, hä? Also ich mein Punkt ist halt, ganz kurz, Bruder, ich will das kurz zu Ende bringen hier. rede ruhig weiter. Nee, aber ich finde es halt so, wenn ich zum Beispiel so, wenn wir über 100, 200 oder dann in dem Fall 300 Euro reden, dann ist es auch schon so, dass ich mir so eher denke, so, es ist nett gemeint und ich bedanke mich obvious, aber so, das ist dann auch so ein unangenehmes Gefühl, weil ja, man kann gar nicht so diese Dankbarkeit dafür zeigen, wie es 300 Euro eigentlich verdient hätten. Wie fordernd ist denn die Twitch-Community? Gibt es auch einige, die sagen, ich habe dir was gespendet, mach auch was dafür, oder gibt es das gar nicht? Das gibt es auch bei 3-Euro-Donations, die Runde. Grüße geht raus. Ja, die dann self-promoten und dann irgendwie hier check mein Musikvideo und sowas, ja klar. Antonia, bekommst du denn in jedem Stream Geld gespendet oder gibt es auch mal Streams, wo du nichts bekommst? Ja, ich glaube, man kann ab einer bestimmten Größe schon sagen, dass wahrscheinlich in jedem Stream man ein paar Donations bekommt. Was ich gerade noch sagen wollte zu diesem Donation-Thema bezüglich der Streamerin, die in der Doku gezeigt wurde. Ich glaube, man muss da noch ein bisschen differenzieren zwischen jetzt Streamern wie uns drei, die halt euren Lebensunterhalt auch abdecken mit den Subs und eventuell auch Streamerinnen. Ich weiß nicht, wie sie ihr Geld verdienen und so weiter, aber vorhin kam das Thema auf, dass sie noch eine etwas kleinere Streamerin ist. Dann ist das natürlich auch eine Donation immer im direkten Zusammenhang mit ich finanziere mein Leben und ich kann Streaming als Hauptberuf quasi machen. Und dann ist das wahrscheinlich emotional nochmal was ganz anderes, als wenn man sagt, okay, ich decke alle meine Kosten ab mit Subs und ich kriege jetzt noch eine Donation quasi wirklich, wie es auch gemeint ist, als Trinkgeld drauf. Ja, das ist echt ein guter Take. Ja, ja, stimmt schon. Word Statement. Caro, du hast auch was in der Doku gesagt darüber, dass man, auf welchem Alter kann man Partner werden auf Twitch? Was hast du da? Ab 13. Korrigiere mich, falls falsch. Ab 13. Ich habe keine Kinder. Das heißt, wenn der Partner ist, ab da kann man dann auch Geld verdienen, ne? Nee, du kannst Geld schon als Affiliate verdienen. Theoretisch sogar schon vorher, wenn du diese, also die Donations sind ja nicht von Twitch. Genau, theoretisch kannst du natürlich immer irgendwie was gespendet kriegen. Mh. Aber sonst ab Affiliate, da gibt es so ein paar, weiß nicht, Bedingungen, wie man das wird. Ja, 300 Uhr oder so und du musst irgendwie zweimal gestreamt haben. Und dann bist nee, glaube ich so, du musst irgendwie durchschnittlich 100 bis oder 75 bis 100 Viewer. Ja, es sind drei bis sieben Viewer, Bro. Es sind, glaube ich, drei bis sieben, das ist sehr wenig. Jeder ist für jeden. Das ist wild. Das ist so wie die Monetarisierung auf YouTube im Grunde. Okay. Ist sehr gut damit zu vergleichen. Vielen Dank. Bist du nicht affiliiert? Stark. Bist du noch nicht gefehlt? Nee. Aber 3 bis 7 Viewer, an dieser Stelle Grüße an Mr. Trashpack. Oh, shit. Oh, shit. Also, man kann ab 13 Pater werden und dann wird der Vertrag mit Eltern geschlossen. Genau. Und das heißt, es gibt keine richtige Ansprechpartner. Also das finde ich, kann man echt so ein bisschen problematisieren, zumal wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Twitch schon eigentlich Regeln hat, also man wird gebannt für gewisse Dinge, aber dass jetzt ein 15-Jähriger 72 Stunden streamt, ist dann irgendwie in Ordnung, I don't know. Also das funktioniert halt so, dass die Eltern, dadurch, dass sie den Vertrag unterschreiben, dann auch die Verantwortung übernehmen und dann sagt Twitch halt so, ja, keine Ahnung, wenn deine Mutter sich darum nicht kümmert, Pech gehabt, so. Das in dem Fall bei Andi, die Mutter im Nachthemd hat unterschrieben irgendwo, du darfst es tun. Ja. Wir haben natürlich auch versucht, Ansprechpartner von Twitch in die Sendung reinzuholen. Aber wir haben auch jemanden erreicht, eine Partnermanagerin in Deutschland,
die hat uns nach UK verwiesen. Da haben wir eine englische Mail hingeschrieben, das machen wir sonst nie. Hello, we are from World of Wohnzimmer. Yeah, aber da kam keine Antwort leider. Das heißt, wir hätten natürlich auch gerne diese Stimme gehabt. An dieser Stelle Grüße, Greetings out in the UK. We can't do it. Gehen wir mal ganz, zurück zu Andy, der hat 72 Stunden gestreamt. Gibt es da so einen Rekord, was war die längste Zeit war? Hast du was recherchieren können? Ja, es gab irgendwie gerade so einen Weltrekord. Der hat, glaube ich, im Monat 356 Stunden oder so gestreamt. Gut, im Monat aber dann halt. Nee, das ist mit Pause. Ja, mit Pause, ne? klar. Aber wenn man das irgendwie mal hochrechnet, ist das auch ganz schön einfach viel. Einfach G-Time. Ehrlich gesagt, das ist auch nur so halbe Infos. Die genauen Zahlen weiß leider nicht. Was war dein längster Stream? 36 Stunden war das krasseste und ich habe mir geschworen, ich mach's nie wieder. Ja. Also so, selbst 24 Stunden sind schon so, dass ich sage, tot. Weil das Ding ist halt so, es ist immer ein cooles Event. Man macht's halt für diesen Event-Faktor und das sind auch wichtige Punkte, also weil du kommst von YouTube, da ist es ein bisschen anders so, aber ich bin halt wirklich durch dieses Twitch-Ding groß geworden und in my opinion ist es halt so ein wichtig, dass man so alle paar Monate, Wochen so ein Event-Ding hat, weil das holt so, ich habe immer gemerkt, wenn ich das gemacht habe, hatte ich nach so einem 24-Stunden, 36-Stunden-Stream mehr Zuschauer, auch konstant danach. Deswegen hat man das gemacht, aber so inzwischen ist es halt auch echt so mega unnötig, weil es ist zwar auch ein Event, aber man kann auch andere geile Events machen und am Ende des Tages ist ein 24-Stunden-Stream oder ein 36-Stunden-Stream für 12 Stunden nice und den Rest quält man sich einfach nur durch. Genau, da haben die Zuschauer auch nichts von. Das ist halt Ultra-Shit, so. Und dann merkt man plötzlich ab Stunde 20, es ist der absolute Horror, aber ich habe noch 16 Stunden vor mir, ist auch dann ist der auch blöde. Ich wollte bei 30 Stunden auch abbrechen, dann hat mir ein Kollege gesagt, Digga, du hörst nicht auf. Und dann meinte ich so, okay. Und dann habe ich 6 Stunden nachgemacht. Andi hat auch seinen Mod erwähnt, das ist glaube ich auch der, sein Mod ist auch der Mod von Knossi. Kevin. Und der begann wohl mit 12 Jahren. Nein, er hat einen Mod, aber der hat auch mit ihm gesprochen. Oder war das nicht so? Doch, das war doch. Ist Andis Mod nicht auch der Mod von Knossi gewesen? Also, kritische Masse. Das ist eine komplizierte Geschichte, genau. Kritische Masse war der Mod von Andi und mit dem habe ich auch gesprochen. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Mod von Knossi. Und dieser Mod, mit dem ich da gesprochen habe, meinte auch, dass er der Mod von Knossi sei. Dann haben wir bei Knossi nachgefragt. Knossi meinte, nee, das ist er nicht. Dann meinte der 14-Jährige, dass er es doch auch nicht sei. Du kannst aber bei Discord gucken, welcher Twitch-Account mit dem Discord-Account verbunden ist. Und es war halt der Account von Knossis Mod, war halt verbunden mit dem Discord, mit dem wir gesprochen haben. Deshalb. Was? Und der war aber 12 oder 14. Wie verwirrt. Ja. Das ist total verwirrend. Wie wichtig sind denn Mods? Erstmal erklären wir, was sind Mods? Ja. Antonia! Live nach Madeira, was sind Mods? Mods sind im Endeffekt Viewer aus dem Chat, die sich freiwillig dazu entscheiden, den Chat ein bisschen zu moderieren, ein bisschen sauber zu halten, dass keine komplette Kacke reingeschrieben wird, dass die sich darum kümmern, dass nicht gespammt wird und so weiter und die auch oftmals so ein bisschen helfen, auch mit der Organisation und Planung von Projekten und so weiter. Also im Endeffekt ein kleines Hilfeteam. Ich möchte an dieser Stelle auch mal die Mods von Antonia grüßen, dann die Mods von Papa Platte und von Sebi. Grüße. Pock, 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 champ, pock, champ, pock, champ. Aber ihr kennt ja dieses berühmte Meme. Ich bin Pop Champ. Was bist du? Du, Benny ist Weird Champ, oder? Ja. Aber kennt ihr dieses berühmte... Oder Kids? Big Mac bannen weg. Ist Big Mac auch ein Mod? Big Mac ist der von Monte. Der kann Leute wegbannen. Der Mod. Nur ein Big Mac kann Leute wegbannen, alle anderen nicht. Big Mac hat die Twitch-Zentrale gehackt. Ja. Habt ihr Erfahrung gemacht, dass manche Mods irgendwann denken, dass sie dann irgendwie selber Stars sind, sich vielleicht ein bisschen zu wichtig nehmen? Oder sind die immer noch... Ja, du hast halt Leute, die dann halt auch so selber... Also dieses wichtig nehmen... Hatten wir, aber dann hat man einfach gesagt, ja, hier so, tschüss, das war's. Wie sind denn mit dir? Aber das kam selten vor, aber man hat halt so, man macht, also die Mods bei mir im Channel ist auf jeden Fall so, die haben quasi so wie so eine VIP-Rolle quasi, die, so ich mache halt, ich mache mich über die lustig manchmal auch so, auf freundschaftlicher Basis. Und dadurch kriegen die halt so ein, ich sag mal, die sind halt obvious ein bisschen höher gestellt als andere Zuschauer. Und ich glaube, dann haben die auch so einen kleinen Start-Push, wenn die jetzt selber anfangen zu streamen. Und dann kriegen halt manche auch Bock, selber zu streamen, was ich aber persönlich jetzt nicht schlimm finde. Schreibst du denn vorher, wenn du online gehst, dass die dann auch da sind? Nö, ich persönlich bin immer regelmäßig online. Ich bin nicht so wie Revi, der das dann irgendwie alle 2 Tage absagt. Egal, also Moment, das war jetzt in letzter Zeit ein bisschen schwierig. Aber machen das alles freiwillig oder bekommen die auch etwas dafür?
Oder nee, ist das wirklich nee, freiwillige also, Basis? Schon, nee, die sind also, lost, die machen das gratis. Grüße. Also, man gibt denen halt, keine Ahnung, ja. Man gibt denen halt schon, Merch, wenn irgendwie was ist. Nee, so, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das waren jetzt bei mir. Oder sag jetzt nicht zu viel, sonst muss ich das auch alles 15 machen. Aber 15 aktive Mods und ich habe dann halt gesagt, ey, schick mir meine Amazon Wishlist oder sowas rüber. Und das habe ich dann halt gemacht. Irgendwie ausgefüllt. Gangtour-Poster oder so. Gangtour-Poster, Sign Desio Merch, Socken aus Dubai, alles war dabei. Ja. Drachenhaut hat auch eine Amazon-Wunschliste. Okay, ja, ich sehe gerade, wir bekommen gleich eine Frage rein. Aber weil du gerade meintest, achso, machen wir das jetzt. Ich frage erstmal. Lass ihn mal mit deinem Bruder aussprechen. Verliert man den Bezug zu Geld, wenn man in kurzer Zeit so viel Geld bekommen kann, kauft man sich dann ein Prada-Hemd für mehrere hundert Euro? Stopp, es gibt auch lieber. Gucci, Graceland, Clockhaus. Fartesch. Farfetch. Tesch. Sag mal, Revi, ist das so, wenn man merkt, man kriegt in so und so viel Euro, in so und so viel Stream, verliert also, man den Bezug zu Geld? Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt den Bezug zu Geld irgendwie verzerrt oder sowas, keine Ahnung. Weißt du noch, wie ein 5-Euro-Schein aussieht? Ich weiß nicht. Nee, ich zahle alles mit Karte. Ja, also würde ich nicht sagen tatsächlich, keine Ahnung. Ich habe, also es klingt jetzt super dumm, aber ich habe nicht den Großteil meines Geldes oder Vermögens irgendwie durch Twitch oder sowas angehäuft, sondern dadurch, dass ich damals halt über YouTube, so das Twitch-Ding ist halt super nice jetzt gerade und das ist aber jetzt nichts, wo ich jetzt großartig krass finanziell drauf angewiesen bin. Es macht mir ultra viel Spaß und ich mache es halt einfach, weil ich Bock drauf habe so. Aber ich glaube, dass das einigen Persönlichkeiten bestimmt schon passieren kann und passiert ist. Auf der anderen Seite, man weiß ja auch, was man dafür getan hat. Also es ist nicht so, dass man es hinterhergeworfen bekommt. Man muss halt schon eine Menge Entbehrungen auf sich nehmen, sehr viel Zeit rein investieren und hat dann halt auch im Privatleben wahrscheinlich ein, zwei Einschnitte, die super, super kacke sind, die viele Menschen gar nicht bereit wären einzugehen. Von daher, es ist nicht komplett ungerechtfertigt, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es den Bezug zu Geld verlieren ist, aber man ist halt dann schon mal eher bereit, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie die Homies da sind oder so, dass man sagt, ja Jungs, Essen geht auf meinen Nacken oder so. Ich weiß nicht, ob das halt... Ja, Digga, darauf warte ich gleich. Ich weiß nicht, ob das halt... Ist auch Essen. Ich weiß nicht, ob sowas halt dann schon zu, man verliert den Bezug zu Geld ist. So, ich finde persönlich nee, bei mir... Jetzt Prada-Hemd. Um dein Prada-Hemd geht es. Ja, lass nicht über das Prada-Hemd reden. Aber, Mann, Digga, ey, ich habe mir das sechste Mal ein Hemd gezogen. Warte, gibt es so? Ich kaufe sonst immer bei normalen Klamotten. Kam das schon anders Hemd? Passt es? Hier steht's hier gut? Das sieht absolut scheiße aus. Ich hab's zurückgeschickt, jetzt entspannt euch. Besser ist das, Digga. Mann, Digga. Mallorca-Hemd, der sieht aus wie ein Sextouristen. Du hast 800 Euro Louis-Vuitton-Tasche. Wo ist sie? Ja, wo ist die, hä? Kurz die Witch Kids unterbrechen. Antonia, bei dir, weißt du noch, was Geld wirklich bedeutet? Antonia ist auch Rich-Kid. Also man macht schon mal Investments, die vielleicht jetzt nicht so die smartesten sind, aber ich denke vor allem, was dieses Twitch-Ding angeht. Ja, zum Beispiel so 1300 Euro Pokémon-Booster bei Kevin kaufen zum Beispiel. Nee, aber ich glaube, all in all macht man schon mal Investments, aber das Ding ist, ich würde nicht sagen, dass es was mit Bezug zu Geld verlieren zu tun hat. Also. Ich glaube, diesen Business kann man auch nur aushalten, wenn man dann auch damit auch gut haushaltet. Also ich glaube, jemand, der ganz viel Geld ganz schnell verdient und das ganz schnell wieder ausgibt, landet ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Grüß an Mr. Trashback. An dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob obwohl, das passt ja gar nicht. Man muss ja da erstmal viel Geld verdienen. Also, was ist hier los? Junge, kennst du Mr. Trashback? Der Mr. Trashback ist ja jetzt auf TikTok ganz groß. An dieser Stelle nochmal. Ist er wirklich? Ja. Kuriose Fakten. Und kurioses Deutschland und sowas an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Kommen wir wieder zu einem Clip von Andy. Und der. Warte, folgender Text liest sich wie so ein Klappentext von einem Thriller. Achtung. Ach so. Geht mal täglich live, gewöhnt sich die Community daran. Als Andy für ein Wochenende seine Oma besuchte, drehten ein paar seiner Fans durch. Oh, Junge, das klingt wie so ein Horrorfilm. Dann war ich zwei, drei Tage einfach weg und auch gar nicht online. Und dann hat man gedacht, ich bin tot. Also wirklich, man hat gedacht, ich bin tot. Dann wurden so Dinge erfunden wie, ich würde Selbstmord begehen und deswegen hätte ich alles gelöscht und ich sei tot. Und dann wurden, sag ich mal, Streaming-Kollegen von mir angeschrieben und die nach Adresse und so gefragt, weil ich ja Selbstmord begehen würde. Dann wurde meine Mom angerufen von Leuten, die sich Sorgen gemacht haben. Ja. Was? Ja. Boah, und wie hast du da reagiert? Ja, also dann habe ich das mitbekommen. War gerade bei meiner Oma und dann bin ich über Handy in den Discord gegangen und dann habe ich erstmal gesagt, dass ich lebe und was das soll.
Caro, du hast es, ich finde es ganz treffend formuliert, du hast gesagt, das ist der Vorfall irgendwo zwischen sorgender Community und sensationsgeiler Arschlöcher. Also wie, ja, das habe ich auch oft beschrieben. Ja, aber ich, wie, ist doch krass, oder? Wenn man da irgendwie sich eine Pause nimmt, dann wird man für tot gehalten. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, also das ist auf jeden Fall krass. Also wie gesagt, und vor allem dieser sorgende Community-Aspekt stimmt natürlich auch. Also wenn jemand immer online geht und plötzlich nicht mehr, dass man sich dann wundert, was mit dem ist, so ist gute Nachbarschaft erstmal. Mhm. Aber halt, bei der Oma anrufen oder so oder zu Hause und sagen. Nee, ja, vor allem dann erfinden, dass er Selbstmord begangen hat. Das ist halt schon so cool, ne? Also. Es gab doch, ich glaube, es gab in Deutschland mal einen Fall von einem Streamer-Guy, weißt du noch, wer das war? Der hat sich mit einer alten Pistole von seinem Opa irgendwie gefühlt in den Kopf geschossen. Ja, Fehler. Halt, wer? Du meinst Fedor? Ja, genau, richtig. Der, das dann, der hat so quasi seinen Selbstmord vorgetäuscht. Shoutout Fedor an der Stelle. Also, okay. Ja. Also ich glaube halt, also keine Ahnung, bei mir, wenn ich 3 Tage offline bin, ist das normal so. Ich bin halt nicht so regelmäßig wie andere. Aber ich finde es halt schon crazy, dass die Community da so sehr hinterher ist. Auf der anderen Seite ist man auch immer so im Zugzwang, halt ein Update zu geben, weißt du? Also zu sagen, hey, Stream fällt heute aus oder so. Also wenn Stream, wenn man ihn am Tag vorher ankündigt und er fällt aus, ohne dass was gesagt worden ist dazu, dann ist das meistens schon irgendwie so ein Ding bei den meisten Leuten. Da denkt man sich, ah, das ist weird, das ist nicht normal. Also ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei Toni ist, aber bei mir ist es so, hätte ich jetzt meine freien Tage nicht, sondern würde einfach immer so machen, wie ich Bock habe, dann hätte ich so, also manchmal ist es ja so, man muss dann zum Beispiel einen dritten Tag frei machen oder so oder wie auch immer, halt noch einen Tag mehr frei machen die Woche, weil irgendwas dazwischen kommt. Und dann ist es schon so, dass ich sagen würde, ich habe ein schlechtes Gewissen, auf jeden Fall. Ja. Also es klingt ein bisschen cringe, aber so, ich denke mir dann so, ja, da warten halt Leute, die so jeden Tag... Ja, man Tag ist den Leuten das ja schuldig so ein bisschen. Shoutout Crackspy, die dann so jeden Tag 8 Stunden gucken und... Memes erstellen. Und Memes erstellen von allem, ja. Nee, aber die so jeden Tag dann, also wirklich darauf warten so und das halt irgendwie so jeden Tag konsumieren. Und dann denke ich mir so, ja, ist voll scheiße, wenn man jetzt nicht online geht. Das hört sich dumm an, aber... Aber ist das dann eher so, dass du schlechtes Gewissen hast? Oder denkst du, ich muss denn das jetzt machen, weil vielleicht sind die dann am Ende sauer auf mich oder so? Nee, das weiß ich, dass das nicht so wäre. Also wenn man dann wirklich, sag ich mal, konstant... Weil guck mal, das sind ja Leute, die geben dir ja Geld. Hm. Und jetzt auch nicht wenig Geld. So, ne, 5 Euro im Monat ist halt viel Geld, wenn das viele Leute machen. So. Und es ist so wie ein Arbeitgeber. So, wenn ein Arbeitgeber euch irgendwann halt... Wenn ihr nicht mehr regelmäßig zur Arbeit kommt, wenn ihr einmal einen Tag sagt, ja, heute geht nicht, ich bin krank, gut, dann wird er es verstehen. Ein zweites, ein drittes Mal vielleicht auch, aber wenn ihr halt mal eine Woche oder 2 Wochen nicht kommt, ja, dann ist schon nicht so geil. Und so im Grunde ist es so. Denn diese Ebene, dass jetzt so, dass so ein Arbeitgeber, ich weiß nicht... Ja, wollte ich gerade sagen, also ich finde das auf eine finanzielle Komponente nur so runterzubrechen, finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay, fühle ich auch. Weil auf der anderen Seite, also es ist ja nicht nur das Finanzielle, was man rauszieht, sondern auch der Personal Joy. Also man hat daran ultra viel Spaß, die Leute haben Spaß und wir machen das alle aus Leidenschaft so. Bei mir ist es halt so, ja, du machst für Geld halt, das merkt man aber auch. Bei mir ist halt so, wenn ich halt merke, ich habe gar keinen Bock auf den Stream oder ich merke im Stream, ich werde lethargisch, müde, ich habe keinen Bock mehr, dann sage ich einfach, ey, ich fühle es gerade nicht, ich gehe offline so, weil dann bringt es sich, wenn ich da nur noch so hänge, nur um irgendwie auf gefühlt meine Stunden zu kommen, damit ich halt wieder mir auf den Rücken kloppen kann, jetzt habe ich 7 Stunden gestreamt so und die letzten 3 Stunden waren halt scheiße, dann bringt es nichts so. Hast du auch schon mal schlechte Laune im Stream? Auf jeden Fall, dann merken das die Leute auch und dann, wenn ich wirklich mega pissed bin, dann gehe ich halt einfach offline so, das bringt nichts, sich da auch irgendwie reinzuquälen, weil das Ding ist, ich sehe es halt immer so, die Leute wollen ja abgelenkt werden von ihrem Alltag oder wollen halt einfach mal ein bisschen abschalten können, das ist wie eine Netflix-Serie, ein YouTube Ding, wo man halt irgendwie einfach reinzappt und reinschaltet und man bleibt entweder hängen oder nicht. So, und wenn ich halt da hänge wie ein Schluck Wasser in der Kurve und keinen Bock habe, nur Scheiße erzähle und mich gerade abfacke für 3 Stunden lang, ja, dann hast du als Zuschauer auch nichts davon. Das kann mal cool sein, aber ich finde, also der höchste Anspruch an sich selber ist halt zu unterhalten, einfach zu delivern. Das hat Kevin ja eben auch schon gesagt, dieses Selbstkritische, war ich heute funny genug oder nicht? Und ich glaube, es muss ein gutes Mittelmaß finden. Ne? Aber also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber bei mir ist es halt auch so, dass ich jemand bin, den ich, also wenn ich jetzt schlecht drauf bin, dann dauert es halt wirklich 1/2 Stunde, dann bin ich wieder gut drauf so. Ja, ist unterschiedlich. Und ich habe auch so versucht zu lernen, weil mir das halt, also weil wirklich dieser Grind mir auch sehr wichtig ist. Mhm. Ich habe gelernt, wie ich wieder gut drauf werde in einem Stream, wenn es gerade scheiße war. Ja, Kokain, so. Ne? Ja. Kokain, genau, ja. Nee, aber so, weiß nicht, Toni, wie es bei dir ist, so, aber ich habe halt so versucht, es halt einfach so dann irgendwelche Wege zu finden, dass ich dann mir irgendwie jetzt auf Krampf jetzt dann quasi, was jetzt auf Krampf, aber dass ich mir halt dann extra ein gutes Video raussuche oder so. Weiß nicht. Na, Toni, wie ist es bei dir?
Also primär muss ich sagen, dieses Arbeitsgeber-Ding fühle ich irgendwie nicht so, weil ich denke oftmals, wenn man überlegt, ob man einen Stream absagen soll oder nicht, weil es einem beispielsweise nicht gut geht, ist das oftmals so der Anspruch, den man an sich selber hat und den Druck, den man sich selber macht, dass man sagt, ah, ja, auf jeden Fall. Wenn ich den jetzt ausfallen lasse, dann mache ich mir noch einen Tag frei. Vielleicht sind Leute sauer, aber ich habe es tatsächlich und ich habe mir schon oft mal Tage freigenommen, weil ich sage, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich, ich muss ein bisschen was geregelt bekommen oder so. Ich hatte es noch nie, dass irgendjemand sauer deswegen war. Ich glaube, es ist wirklich nicht ausschließlich, aber fast immer der eigene Anspruch an einem selber. Aber Zuschauer, die behaupten, dass man so Suizid begangen hätte, sind das denn Fans oder sind das Trolls? Also das habe ich aber auch noch nie erlebt. Trolls. Das habe ich auch als Streamer sagt man natürlich Bescheid, wenn man halt sagt, okay, heute ist kein Stream. Wenn ich jetzt 5 Tage nicht streamen würde und würde halt nichts dazu sagen, würden sich bestimmt Leute auch Gedanken machen, auf jeden Fall. Deswegen gibt man ja als Streamer auch Bescheid, wenn man sagt, okay, ich streame heute nicht. Tschüss, das ist auch sehr wichtig. Wann nimmst du dir mal eine Pause? Planst du das vorher? Sagst du jetzt zum Beispiel, hey Fans, nächste Woche bin ich eine Woche auf Kanal? Nee, das nicht. Ich mache es halt oftmals wirklich tagesformabhängig tatsächlich. Also das ist, wenn ich halt jetzt merke, Wetter ist halt irgendwie geil draußen oder so, oder ich habe irgendwie was anderes zu tun oder so und ich merke schon, ich habe die Woche ja schon einen Tag gestreamt, dann kann ich jetzt die letzten 6 frei machen. Richtig. Das ist meine Mentality. Man muss ja nicht kaputt machen. Nee, also das Ding ist ja auch, keine Ahnung, oftmals passt es halt auch zeitlich bei mir nicht so. Ich mache halt jeden Tag noch die 2 YouTube-Videos so und da sind ja noch 10.000 andere Sachen, die ja irgendwie noch ein bisschen Zeit und Liebe brauchen so. Und wenn es halt einfach dann zu stressed out ist, dann merke ich das halt und lasse es halt sein. Aber in letzter Zeit ist es halt einfach so, dass ich es halt super fühle. Ich habe mega Bock drauf und dann ziehe ich halt einfach durch. Also das ist halt genau das, was Antonia gesagt hat, dieser persönliche Anspruch an sich selber, einfach dann nochmal irgendwie zusätzlich zu dem, was man eh noch macht, nochmal einen draufzusetzen, weil man halt Bock drauf hat und es ist halt auch einfach abends geil. Jetzt, wie gesagt, gerade die Corona-Zeit, bestes Beispiel dafür. Man hat abends nicht die Möglichkeit, sich mit Kollegen mal irgendwie zu treffen, irgendwas zu spielen, so. Das macht man dann onstream, man talkt dabei, man redet ganz normal, man hat diese geschlossene Freundesgruppe, trotzdem irgendwie so, und das ist halt echt super geil. Das, was ich vorhin meinte mit diesem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Ding. Nee, du hast es verkackt. Das war jetzt nicht so, dass ich meinte, dass ich mir deswegen Druck mache, so nach dem Motto, oha, da könnten Leute irgendwie subscriben oder so. Das war nicht das, was ich meinte. Ich meinte aber so, ich habe das Gefühl, dass Leute, ich weiß nicht, ob das wegen dem Geld ist oder whatever, aber auf jeden Fall, dass Leute, Zuschauer, das nicht so geil finden und dann auch so ein bisschen auf Twitter ein bisschen so toxisch, wenn ich natürlich nicht alle, und das ist auf jeden Fall auch der kleinste Teil, aber es gibt dann vermehrt Leute, die auf Twitter irgendeine Scheiße labern, wenn man so auf sein Schedule richtig hart scheißt für ein paar Tage oder für ein paar Wochen, was ich halt dann auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad verstehen kann, dass man da so ein bisschen vielleicht so sich denkt, ah, scheiße, aber man muss halt natürlich auch immer Verständnis haben. Wir haben eine neue Frage in Newsroom reinbekommen, und zwar von Adrian Blömer, toller Nachname. Wie finden eure Freunde, Familie, dass ihr eure Zeit fürs Streamen opfert? Antonia, was sagt deine Familie dazu, dass du deine Zeit so krass opferst? Du Opfer. Ich meine, da könnte man auch sagen, dass ich sage, ja, ich finde es nicht gut, dass meine Freunde Zeit nehmen, um zu studieren und dass meine Familie arbeitet. Ich meine, man muss auch sagen, Streaming ist halt auch ein Job und so. Das heißt, ich würde auch nicht sagen, dass das Zeitopfern ist. Klar, man könnte mit Sicherheit auch weniger streamen an manchen Tagen, aber das ist ja nicht der Sinn vom Streaming, auf eine bestimmte Anzahl an Stunden zu kommen, sondern zu sagen, okay, ich habe gerade Bock, deswegen streame ich heute 5 Stunden und ich habe heute richtig Bock, deswegen streame ich heute mal 9 Stunden und dann quasi aus dem spontanen Ding zu gucken, wie viel man streamt. Und ich denke, dass das die meisten Leute respektieren. Und wie gesagt, Streaming ist halt auch für viele Leute halt einfach Arbeit auch noch. Ne? Caro, wäre das ein Job für dich, Streamerin? Kannst du dir das vorstellen? Also ich kann den Reiz schon verstehen. Ich finde, ich bin eigentlich auch gerne, ich kriege auch gerne Aufmerksamkeit. aber nee, ich glaube, ich hätte die ganze Zeit, hattet ihr vielleicht am Anfang auch, aber ich würde mir die ganze Zeit so denken, warum guckt mich hier jemand? Ich muss doch irgendwas liefern. Irgendwie. Checken wir aber auch nicht. Und ich glaube, auf Dauer würde ich immer denken, so, hä, warum, was soll ich machen? Verstehen wir auch nicht, warum so Leute schauen. Das checke ich auch nicht, ja. Nee, wirklich nicht. Ich verstehe Kevin war so der Type of Guy, mit dem in der Schule keiner geredet hat und jetzt will jeder... Ja, ich wurde immer im Sportunterricht als Letztes gewählt. Das finde ich immer auch so, wenn du gerade sagst, so, ja, die Leute werden sauer, wenn man seinen Schedule nicht einhält. Nicht sauer, aber... Ja, oder manche. Ja. Ich meine, wenn man 5 Tage die Woche streamt, für euch ist das ein Fulltime-Job. Wer guckt sich das denn Fulltime an? Das ist doch es gibt halt auch Leute, die sich halt jeden Abend nach der Arbeit eine Netflix-Serie 3 Folgen reinziehen. So. Die sind ja auch nicht die ganze Zeit 5-6 Stunden dabei, sondern die meisten Zuschauer shiften so hin und her, wechseln zwischen Channels hin und her. Lurken, so nennt man das auch halt immer so mal irgendwo rein. So nebenbei Ding, wie Fernsehgucken halt auch ist. Radio, ne? So. Ja.
Radio, ja. Wenn man 40 ist. Ja. Radio, ist Radio. Ist sehr, Radio ist ein super Doch, Radio ist ein tolles Medium. Wenn ich mal wieder Mark Forster hören will, mache ich eins live an. Ach, übermorgen. Kommen wir zum nächsten Clip. Wir haben gerade schon so ein bisschen über Druck gesprochen, über Schedules. Und über das heißt Plan. Das ist Schedule. Das heißt ja so Stundenplan. Erkläre ich dir englische Wörter immer schwer bei dir. Everything fine. Da redet Andy über Streamingpläne und was für ein Gefühl das für ihn war, als er seinen Twitch-Kanal lahmgelegt hat. Clip ab. Und dann habe ich meinen Twitch-Kanal gelöscht. Und was war das für ein Gefühl? Erlösend. Echt? Ja, wirklich, sehr erlösend. Weil ich finde, ich hatte immer so einen Druck und diese Pflicht, diesen Streamingplan einzuhalten. Also als Partner ist es schon wichtig, sagt Twitch, dass du dir ein Streaming, also dass du halt geregelte Streamingzeiten hast. Und das war halt immer so ein Druck, dass ich dann immer dann und dann zu der Uhrzeit da sein musste. Das ist ja mir auch aufgefallen, dieses Streamingplan. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf YouTube konnte man früher so berühmt werden. Man hat so unregelmäßig Videos gemacht, dann haben die Fans gefallen, dann hat man wieder mehr gemacht. Ich habe das Gefühl, bei Twitch ist das so, man muss immer direkt mit Streamingplan kommen, sonst hat man gar keine Chance, oder? Nö, oder gibt es auch welche unregelmäßig? Finde ich nicht. Also ich mache es ja wirklich so. Ich sag halt, ey, ich habe heute Abend Zeit um 17.30 Uhr, bin ich live. Deswegen hast du 10 Viewer. Dann fange ich halt, dann das ist gelogen. Aber du bist ja quasi keine unbekannte Person. Aber wenn ich jetzt als unbekannte Person anfange, muss ich da nicht direkt... Ja, weiß ich nicht. Also eine Regelmäßigkeit im Streaming-Business ist schon wichtig, glaube ich, auf jeden Fall. Das merkst du halt auch direkt, wenn du halt regelmäßig am Start bist, sind natürlich mehr Viewer da. Aber wahrscheinlich ist es als unbekannte Person wahrscheinlich doch besser, wenn man halt regelmäßig reinstartet. Es ist nichts, was jetzt, was man unbedingt haben muss. Genauso wie jetzt zum Beispiel, man muss sich unbedingt eine Kamera haben für sein Gesicht oder so. Aber es sind alles Sachen, wo ich sagen würde, das unterstützt es halt. Ha? Bei dir wäre so eine Cam deutlich besser. Ja, das ist true. Pock, 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 pock. Grüße an Basti. Wie kam Andi auf dich rüber? Der hat ja quasi seine Twitch-Karriere beendet und dann ist er von dir so Druck abgefallen. Mhm. Kam er zufrieden rüber? Fand es sehr beruhigend, Andi zu treffen, weil wenn man mir vorher gesagt hätte, dass jemand so viel Zeit auf Twitch verbringt und dann irgendwie jetzt online-süchtig ist, hätte ich gedacht, da hat er vielleicht viel verpasst von seiner Jugend. Was mag das für ein Typ sein? Und ich fand den so reflektiert, keine Ahnung, wie ich mit 16 war, aber ich war so richtig überrascht und denke mir, scheint ihm nicht geschadet zu haben. Ich hat der Andi auch viel zu früh angefangen, es direkt 72 Stunden und vielleicht hätte er... Streamingplan und... Ja, vielleicht muss man sowas auch vielleicht Step-by-Step aufbauen, wie ihr es auch gemacht habt, oder? Kevin, wie hast du angefangen, Step-by-Step oder hast du auch direkt einen Plan gehabt? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz. Ich bin geblendet von deinem T-Shirt. Sieht man das? Also wie gesagt, ich habe am Anfang halt neben der Schule, ich habe früher noch lateinamerikanisches Turnier getanzt. Das waren halt alles so Sachen, ich war so voll eingebunden in so voll vielen Sachen. Du hast wirklich getanzt? Ja, jeden Tag, zwei Stunden immer. Okay. Und dann, du kommst halt 15 Uhr nach Hause und dann musste ich halt schon 18 Uhr wieder los. Also ich hatte immer so zwei Stunden, dann habe ich halt immer so ein bisschen gestreamt. Und dann wurde es halt immer mehr. Irgendwann habe ich dann halt das Tanzen geditcht, um quasi mehr zu streamen. Und dann irgendwann ein Studium auch geditcht dafür. Und dann so hat sich das immer mehr aufgebaut. Keine Ahnung, ich glaube, dass niemand jetzt direkt anfängt mit so 12-Stunden-Streams oder so. Antonia, Andi hat auch seinen Schlafrhythmus angesprochen. Um 6 Uhr morgens ins Bett und dann bis 16 Uhr schlafen. Wie ist das für dich ähnlich zu deinem Schlafrhythmus? Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich denke, was zu gutem Streaming fast schon dazugehört, ist, dass man tatsächlich auch einen halbwegs geregelten Alltag hat, weil wenn man das beides nicht auf Dauer kombiniert bekommt, ja, dann ist halt legit trash. Ich weiß nicht, wie es bei Kevin ist. Bei mir ist immer Toni, so bitte, schlafen das gehen. Das ist so peinlich. Ja, nee, bei mir ist auf jeden Fall, ich gehe so gegen 1-2 pennen und stehe um 10 Uhr meistens auf. So. Aber wenn man sonst nichts einkaufen, alles nicht mehr hinbekommt, dann wird es mit dem Twitch-Streaming auch schwierig, wenn man nichts mehr zu essen zu Hause hat. Ist nicht so, als wäre es nicht auch schon passiert, so, aber ich glaube, wenn man es halbwegs gut hinbekommt. Ganz wichtig, damit wir uns noch genug Essen leisten können. Abonniert bitte unseren Kanal, gebt einen Daumen nach oben und seid aktiv in der Community, ihr Twinnies. Hashtag www.live. Da oben ist es. Kann ich sehen? Eure Stars lesen eure Kommentare. Vor allem Toni erzählt es, ich war einfach einmal dieses Jahr einkaufen bis jetzt. Kevin, bei dir sehe ich Max. Wie überlebst du, was machst du und bestellst die ganze Zeit, oder? Kevin isst zum Frühstück. Nein, lass nicht drüber reden, Freunde. Themenwechsel, da kam jetzt gerade eine neue Frage rein. Kevin macht halt auch Sport dabei. Wollte ich heute Morgen um 8 Nudeln bestellen oder so? Oh mein Gott, Digga. Leider. Ja,
Ist aber dreist, warum kann man um 7.55 Uhr nichts bestellen? Das oder? Ist dreist. Wo, was kann man heutzutage eigentlich noch? Ja, armes Deutschland. Diktatur. Nee, Revi, wie ist denn dein Schlafrhythmus? Hey, eigentlich mega entspannt. Ich weiß nicht, wie man so dumm sein kann, nur 2 Stunden in der Nacht schlafen kann. Das verstehe ich halt nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich gehe so um 1 pennen und stehe dann halt um 4 Uhr auf. Wann sind denn die meisten, meisten online? Ich habe dieses Buch gekauft von Elon Musk, da stand das drin. Hey, ich stehe halt dann meistens 8, 9, spätestens 10 Uhr so auf. Man kann halt, ich habe es auch voll oft schon gemacht, dass ich so Early Streams mache, wenn ich halt morgens irgendwie Zeit habe, weil da schlafen halt irgendwie alle normalen Streamer noch so gefühlt. Dann, ja, kannst, ne, das, dann bist du halt in einem ganz anderen Timeslot so drin. Das ist halt auch ganz nice. So, dann machst du halt morgens deinen Streaming-Kram, wenn du Zeit hast, und bist halt dann abends free. Also das ist halt das Geile an der Geschichte. Du musst halt irgendwie einen Rhythmus finden, der für dich fittet. Und wenn Kevin auch voll mit seinem Rhythmus fein ist, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung so. Das, ne? Ich würde sogar sagen, dass es mir, also ist es jetzt gerade wirklich, also es gibt manchmal so Tage, da bin ich wirklich so bis um 6 wach oder so, aber das ist wirklich jetzt die Seltenheit, also so einmal im Monat oder alle 2 Monate. Aber gerade ist es so, ich gehe immer so 3 Uhr, 3.30 Uhr pennen und stehe dann so um 12 Uhr auf. Und das ist eher was mir sogar hilft, würde ich sagen, weil du meintest ja gerade, wann so die meisten Leute online sind. Und so die Primetime ist, weiß ich nicht, so 17 bis 20 Uhr oder so. Ja, würde ich sagen. Genau, und also ich fange halt 15 Uhr an und ich streame halt bis 23 Uhr und manchmal auch bis 1 Uhr. Und wenn ich halt jetzt um, sagen wir mal, 9 Uhr aufstehen würde, Alter, ich wäre um 22 Uhr schon voll am Arsch, wenn nicht sogar früher schon. Caro, wann gehst du schlafen? So um Mitternacht. Ja, finde ich auch ganz gut. Ich bin aber du sagst mir doch immer, ich gehe um 22 Uhr schlafen. 10 Uhr kann man die Bälle nicht mehr schreiben, weil du dann im Bett bist. Ich bin im Bett, ich mach mich zu, mach mir schon Tee. Du guckst doch immer hart und herzlich auf... Hartes Deutschland guckst du gerne. Hartes Deutschland guckst du gerne. Wir haben auch... natürlich eure Fragen bearbeitet im Hintergrund. Wir blenden immer ganz gerne Sachen ein, wie zum Beispiel die Frage von Kaktus Shop. Ist das wirklich ein Shop? Ja. Lies sie mal vor, mein lieber Zwilling. Frage an alle. Wie steht ihr zu der Verantwortung, die mit einer regelmäßigen und hohen Zuschauerzahl einhergeht? Seht ihr da eine Verantwortung? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Spannendes Gespräch. Danke, Kaktus Shop. Applaus für Kaktus Shop. Applaus. Nee, wie hast du eine Verantwortung geschrieben? Hey, definitiv. Also ganz klar, man kann sich dieser, das sagt man ja immer wieder so, ja, ich bin kein Vorbild so. Das hat Monte ja damals auch gesagt, so hat es ja gestern bei SternTV nochmal so, glaube ich, richtig gestellt. Man kann sich dieser Vorbildsfunktion ab einer gewissen Reichweite, egal auf welcher Plattform, nicht entziehen. Ja. Ich finde es sogar super wichtig, dann nochmal nebst Vorbild, also sich einfach nur sittenmäßig gerechtfertigt zu verhalten, vielleicht sogar nochmal einen draufzusetzen und nochmal so ein bisschen zum Nachdenken anzureden und auch mal gerne kritische Themen irgendwie anzugehen, anzusprechen und auch mal darüber einen offenen Talk zu haben mit dem Chat. Ja. So, es ist auch super wichtig, dass man halt generell in seinem Chat und seiner Community halt eine Nulltoleranz gegen, weiß ich nicht, Sexismus, Rassismus, Minderheitendiskriminierung und sowas auf jeden Fall direkt durchsetzt. Das ist nichts, wo man drüber rummimt oder so, sondern das muss halt irgendwie direkt klar sein so. Und wenn das Leute nicht verstehen, dann kann man das denen natürlich auch erklären. Das ist halt genau das. Und man muss sich bewusst sein, die Leute, die da zuschauen, sind entweder 12 oder 46, so irgendwo in der Mitte liegt halt, irgendwo in der Mitte liegen halt. Tendenziell eher geschiftet zu 12. Ja, also es ist halt ein Streufeld, wirklich. Es gibt sehr viele Junge, es gibt halt immer wieder auch Ausreißer nach oben, aber der Großteil der Twitch-User ist wahrscheinlich von, sagen wir mal, 11 bis 22 so, ne, ja, um den Dreh. Und da sind halt sehr, sehr viele Jüngere dabei, die halt noch gar keine Ahnung haben, was kann man überhaupt sagen, so. Ist das Wort Hurensohn... Die noch sehr beeinflussbar sind, ne? Denn, so. Richtig, genau. Ist das jetzt was du so... Wir sagen das zueinander im Joke. Ne? Ja, safe, genau. Aber das Ding ist halt. Das Ding ist halt. Keine Frage. Das Ding ist aber halt, ich glaube, man kann da auch wieder halt den Kontext erklären. Und solange man diesen Leuten halt sagt, okay, wir haben hier bestimmte Regeln und sich dran zu halten und man kann das sogar für was Gutes einsetzen, reden wir, keine Ahnung, über Artikel 13, über Flüchtlingskrise oder sowas. Das kann man alles, auch wenn man den Chat gut moderiert hat und so, kann man das super, super gut machen. Dafür und sind die Mods wieder wichtig. Ja, genau. Saugeiles Organ, so um so ein bisschen zu politisieren und sowas. Das finde ich halt sehr wichtig. Macht ihr auch richtigen Real Talk mit euren Zuschauern? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass mich das auch als Mensch weiterentwickelt hat. Man lernt ja am meisten, wenn man mit anderen Menschen redet und man redet jeden Tag mit extrem viel anderen Menschen. Und ich habe es eigentlich so, ich würde sagen, dass ich eine gute Mischung habe zwischen, klar, es ist mehr Funster, weil es, was du vorhin meintest, so, die Leute sind halt da, um abzuschalten. Aber ich bin jetzt auch die letzten paar Tage, ich weiß gar nicht, was ich letztens geguckt habe, es war zu irgendwelchen Anschlägen, habe ich so ein Mr. Wissen to Go Video geguckt und ich glaube noch eins von Simplicissimus. Beides Funk übrigens. Ja? Da habe ich das nicht geguckt. Nee, aber so, und dann haben wir uns da halt ausgetauscht und dann,
Ich bin halt so jemand, der jetzt sagen würde, dass ich nicht so die gute Allgemeinbildung habe, was ich aber nicht so geil finde und gerne ändern möchte. Hauptstadt von Deutschland. Köln. Lass ihn mal aufstehen, ja, okay. Nee, und so, dass, also ich tausche mich dann gerne mit anderen Leuten aus und höre mir halt auch extrem gerne Meinungen von anderen Menschen an und dadurch bildet man sich auch selber weiter und entwickelt sich auch weiter. Mhm. Also es ist mir extrem wichtig, gute Werte zu vermitteln, um das nochmal zu Antonia, was besprichst du mit deinen Leuten im Chat? Oh, viel, man redet auf jeden Fall über viel. Ich denke auch so wie Kevin vorhin mal, dass man sich öfter mal Videos anschaut, die eben zum drüber reden, anregen mit dem Chat. Zum Beispiel gibt es da auch diese immer Frag ein Video. Zum Beispiel haben wir letztens ein Video angeschaut, da ging es, glaube ich, Frag einen Blinden. Und das war auch ein super interessantes Thema, wo man auch sagen kann, okay, da befassen wir uns mal ein bisschen mehr mit, als nur dieses Video zu schauen. Und ja, das hilft einem, wie Kevin meinte, auch selber weiter. Safe. Man erfährt auch sehr viele Sachen, die man sich auch ergoogeln könnte, aber vielleicht nicht machen würde, wenn es in so einem Gespräch entsteht. Das ist schon cool. Caro, du warst bei Vivi im Chat mit dabei. Worum ging es da im Chat hauptsächlich? Was waren so die Themen? Also in dem Chat, da sind jetzt keine besonders tiefgründigen Gespräche, glaube ich, standen zumindest nicht, als ich da war. Aber trotzdem würde ich nochmal auf das Bezug nehmen, was Kevin gerade meinte, klar. Weil das fand ich tatsächlich auch. Ich glaube, gerade umso älter man wird, desto mehr umgibt man sich ja mit Leuten, die irgendwie in der gleichen Branche arbeiten, die gleichen Ansichten haben, den gleichen Status irgendwie. Und ich weiß nicht, am Ende habe ich auch mal in Vivis Chat, wir haben dann noch so eine Discord-Veranstaltung gemacht, wo wir auch die anderen User gesehen haben mit Bild. Und das war spannend, weil da kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das eine Gruppe von Menschen ist, die sich im echten Leben nie getroffen hätte. Und das fand ich schon spannend. Ganz diverse, wahrscheinlich sehr unterschiedlich und so, ja. Allgemein ist das ist ja nicht nur so ein Twitch-Phänomen, das ist ja auch so ein Gaming- oder so ein Online-Phänomen. So. Ich habe ultra viele Freunde kennengelernt, die ich jetzt inzwischen auch im Real Life kenne, so, aber übers Internet. Das ist wirklich ein sehr krasses Tool, auch um mit Freunden zu connecten. Gerade bei Toni ist es wahrscheinlich krass so, wenn man weit weg wohnt. So, ich habe Freunde, die wohnen in Stuttgart. So, das sind die würde ich als beste Freunde bezeichnen. Und wir wohnen halt irgendwie, keine Ahnung, 600 Kilometer auseinander. Das würde ohne dieses Online-Gaming und vielleicht auch Streaming-Ding gar nicht so funktionieren. Und man kriegt auch immer mit, dass Leute sich so in diesen Streaming-Communities quasi, auch wahrscheinlich auf YouTube, aber ich habe das Gefühl, so bei Streaming ist es ein bisschen krasser, weil das mehr so dieses Community-Feeling ist krasser bei Streaming. Dass sich dann quasi Freundesgruppen in den Communities bilden, was auch übel geil ist für die Leute. Ja, auf jeden Fall. Genau. Glaubt ihr, dass Streamer die neuen YouTube-Stars sind? So, dass die quasi die Streamer-Stars, die YouTube-Stars ablösen? Du glaubst quasi, dass... Dass die quasi die in der Bravo bald abgedruckt werden, statt Lion oder Melina Sophie? Glaube nicht. Also ich glaube, was ich ganz gut finde, ich finde es ultra angenehm, dass sich dieser Hype, dieses YouTuber sind das Next Ding und das ist jetzt so krass modern und wow, YouTube und wir müssen jetzt darüber so ein Big Ding draus machen. Die Medien haben das ja auch relativ spät erst gecheckt. Ich finde es ganz angenehm, dass das jetzt, also Twitch kriegt die Aufmerksamkeit, die es verdient auf jeden Fall, aber ich finde es geil, dass nicht mehr so Dinge so seltsam überhyped werden. Dieses Jahr, jetzt wird in der Bravo wo irgendwer abgedruckt und so weiter und so fort. Das war super, super weird, fand ich tatsächlich damals. Ja. Wir haben alle halt als nerdy Interest Group angefangen, weil wir darauf Bock hatten. Und ich glaube, dass der Unterschied zwischen Streamer und YouTube wird weiterhin wahrscheinlich bestehen. Zwischen Streaming-Guy und YouTube-Personen halt. Aber auf der anderen Seite wächst es ja immer mehr zusammen. Also es ist auch so ein Ding, dass halt super viele YouTuber halt einfach mittlerweile auch auf Twitch streamen und bewusst nicht auf YouTube, um halt zwei Standbeine zu haben und so weiter und so fort. Ich glaube, dass, wie gesagt, dieser Run, den es gerade gibt, halt sicherlich Corona-bedingt auf jeden Fall da ist und gerechtfertigt ist, weil es halt ein saugeiles Tool zum Connecten und Unterhaltung ist. Ich hoffe nicht, dass es so ein Overhype-Ding wird. Aber es gibt ja mittlerweile auch normale Prominente, die Twitch machen. Ich habe letztens, glaube ich, Kaya Jana gesehen. Aber das ist doch geil. Ich finde das super geil. Kaya Jana macht es richtig gut. Auch viele, super viele Deutschrapper und sowas, die darauf Bock haben. Verschiedene Musiker, Schauspieler und so. Ich finde es mega cool, dass Twitch massentauglich wird, auf jeden Fall. Das Ding ist halt auch, Leute sagen dann immer so, ja, so, die machen das jetzt nur dann für den Hype und so. Aber ich meine, selbst wenn, muss man halt so... Ist doch scheißegal. Genau, weil gerade als anderer Streamer ist es halt gut. Weil wenn jetzt, sagen wir mal, als Beispiel, keine Ahnung... sagen wir mal, Bushido oder so, streamt jetzt auf Twitch zweimal, dann bringt er ja ein übelst großes Publikum, was vielleicht mit diesem Twitch-Ding noch gar nicht in Kontakt gekommen ist, auf die Plattform. Mhm. Er hört dann auf zu streamen, aber die könnten tendenziell da wieder drauf bleiben. Das ist so gewesen. Ja, das ist so gewesen. Auf jeden Fall. Und so wird die Plattform immer größer. Glaub, das ist Win-Win für alle. Alles ist cool, solange Mario Barth nicht anfängt zu streamen. Ja, das ist Facts. Oh, Mr. Trashpack. Um mal einen Bogen zu werfen. Aber es gibt ja auch Streamer, die jetzt ins TV geschafft haben, wie zum Beispiel Knossi. Hast du mitbekommen? Knossi macht ja täglich Frisch Gehörst im RTL. Das heißt, man kann auch den Step ins Fernsehen schaffen. Wenn man das will. Ja. Wir können ja mal gegen Ende nochmal sagen, es gibt ja auf Twitch Just Chatting, kann man ja machen. Man redet nur, aber es gibt Gaming und es gibt auch so Bastel.
Geschichten, oder? Was boah, mega geil. Da ist Toni drin. Toni, was machst du dir hier an? Ich mache öfter mal so ein bisschen, genau, ja, das ist immer Gibbet. Nummer 1 Content tatsächlich bei mir. Ein Gibbet-Würfen. Ja, so Kleinigkeiten, zum Beispiel als Among Us so krass im Trend war, haben wir mal aus Pappe so eine Among Us-Figur gemacht oder mal, keine Ahnung, Lego zusammenbauen oder mal was malen. Das gehört so ein bisschen dann, ich versuche immer so möglichst breites Spektrum an Content zu machen, was halt zwischen Gaming und Chatting halt ist so und ja, mir macht das immer Spaß. Mal ab und zu so Bastelzeug. Macht Marmeladen-Oma nicht auch? Ist das auch auf Twitch, Marmeladen-Oma? Ja, Marmeladen-Oma baut auch Gibbets im Stream. Marmeladen-Oma hat irgendwie so eine Fackel weggehauen. Ja. So ein Ella mit so einem Ding, aber die so weggehen, Junge. So meine Kinder heute. Das finde ich aber, das finde ich mega geil. Ich habe letztens mal in diese Crafting- und Art-Schiene reingeschaut. Es gibt super viele Leute, die richtig geile Mucke machen, die richtig geile Sachen malen, die über viel geilen handwerklichen Shit machen. Da sind Leute, die restaurieren Autos, die bauen Regale. Ich sitze da teilweise und frage mich, holy shit, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, dass ich das nicht kann? Ich habe mit einem, ne? Ich habe in meinem Stream, habe ich letztens so, ich glaube, locker eine Stunde oder so. Cosplay, auch mega geil. Ja, es gibt alles so, ich würde sogar fast sagen, dass ich alles, was nicht Gaming ist, auf Twitch tatsächlich mehr feiere, oft. Als den Gaming-Part. Ja. So, aber das Gefühl habe ich auch, dass immer mehr diese Just-Chatting-Dinge nach oben gepusht werden. Nicht mehr, ich spiele jetzt GTA 5 und... Ja, safe. Ja, zum Beispiel, ich hatte halt so einen Typen geguckt, der hat einfach so einen Bauernhof. Ja, und der macht einfach ganz normal seine Bauernhofarbeit. Digga, so geil. Ja, okay, das gibt es gibt in Deutschland, da fahren die so meistens rum und... wie nennt man das, arbeiten, also dass sie quasi die so Ernte geil. Machen. Von hinten 88 heißt das. Das heißt, die stellen eine Kamera auf und fahren die rum. Ja. Nee, die haben eine Kamera dann quasi, also zwei Kameras, einmal so vorne irgendwie, dass man so sieht, was abgebaut wird und dann nochmal sich selber quasi. Sowas gibt's, aber dann den Typen, den ich geguckt habe, der war in Amerika irgendwo, Texas oder so und der hat dann halt so seine Schweine gefüttert und seine Hühner gefüttert und so. Und voll man kriegt halt so voll den geilen Einblick in so einen Alltag, den man so gar nicht hat, aber so nicht so dokumäßig, sondern so echt. Das heißt, man so guckt quasi in die Fenster von den Menschen rein. Ja. Ich wünsche mir ja auch, dass Bert Wollersheim mal anfängt zu twitchen. Ich weiß nicht, ob das TOS-safe ist. Ja, eine Frage von Sascha Grünwald. Was war das Peinlichste, was je im Stream passiert ist? Ladies first. Da möchte ich nicht anfangen. Ja, fangen Antonia an, Ladies first. Shit. Antonia. Boah, das ist schwer. Also ich würde sagen, man hat fast jeden Stream so eine Kleinigkeit, wo man sich gesagt hat, das hätte man vielleicht nicht sagen müssen. Oder ich weiß nicht, dieses ganze, ich bin da auf Kevins Seite mit diesem Allgemeinwissensding, wenn man halt aus der Schule raus ist und dann erstmal nicht studiert und so ein Shit macht, dann geht da vielleicht auch ein bisschen was flöten vom Allgemeinwissen. Aber so richtig krass peinlich, ich weiß nicht, ob mir da jetzt was einfällt. Die meisten Sachen, die peinlich sind. So einen Charme ab, oder? Ja, auf jeden Fall. Safe Call. Safe Call, 100%. Und Revi, du bist ja die Peinlichkeit in Person. Was hast du dann gemacht? Würde ich da gar nicht so sagen. Ich glaube, Kevin ist deutlich unangenehmer. Aber gestern ist mir tatsächlich was super Unangenehmes passiert. Ich habe von Marius angeschrien, so ein 3D-gedrucktes Ding gehabt von mir halt selber. Mhm. Und dann war halt irgendwas Unangenehmes. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich setze den jetzt hier, meinen Sohn moderiert jetzt weiter. Und bin dann kurz halt aus der Kamera raus, habe mir zu trinken geholt, bin zurückgekommen, habe mich halt wirklich mit meinem Arsch genau da drauf gesetzt und ich hatte quasi den Kopf von mir selber im Arsch stecken. Mhm. Und dann sind dem die Beine abgebrochen. Und das war halt schon... Ist noch drin. Das hört sich an wie so ein schlechter Porno. Der Rest ist halt jetzt weg. Ne? Ich muss dann gleich ins Krankenhaus. Ja. Da kann ich dir gleich behilflich sein, gar kein Problem. Dankeschön. Hast du eine Zange? Da braucht meine Finger reichen. Ein bisschen. Alles klar, Digga. Das war sehr unangenehm, ja. Auf mehreren Ebenen. Man kann ja sagen, dass Andi war ja, man kann ja sagen, süchtig, oder? Der hatte Online-Sucht. So sagt er selber, ja. Ja, war das eher eine Gaming-Sucht bei ihm oder war es eine Online-Sucht? Also beides. Gaming-Sucht ist beschrieben, also das ist eben auch anerkannt. Und das hat er auf jeden Fall auch. Aber er selber würde sich eher als online-süchtig bezeichnen. Würdet ihr sagen, Kevin, Sebi, seid ihr süchtig danach, nach Twitch, oder sagt ihr, es ist einfach Beruf und ich mach's gerne, oder habt ihr schon mal so, oder ist es Berufung? Ja, Sucht heißt ja, dass man quasi, wenn man, also... Entzugserscheinungen wahrscheinlich. Ja, wie würde man Sucht definieren? So, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich süchtig bin, aber es ist schon eine Leidenschaft, die wirklich sehr, 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 sehr groß ist. Eine brennende Leidenschaft einfach, ja. Also ich würde sagen, schon, es geht in eine Richtung Sucht, aber jetzt quasi, ich könnte schon jederzeit aufhören, so ist es nicht. Ja, okay. Sagt aber, jeder Süchtige. Du würdest nicht für Twitch auf den Strich gehen, oder? Deswegen, was? Du würdest nicht für Twitch auf den Strich gehen. Boah. Dann hier so an und dann ab. Ich würde mit Twitch auf den Strich gehen. Bist du süchtig nach Online, nach Internet? Nach Internet? Nach Internet. Also nach allem drum und dran. Ja. Also Pornos und den ganzen... Alles.
Ja, was heißt, also klar, was heißt süchtig nach Internet, glaube ich, jeder. Das Ding ist, Internet ist halt das, wo ich halt arbeite. Ich beschäftige mich unglaublich viel damit. Internet ist ja für mich alles. Das ist Nachrichten, Freunde, Gaming, Kommunikation, also das komplette Ding. Mhm. Ich glaube, es gibt fast keinen mehr in unserem Alter, der nicht zumindest ein gewisses Abhängigkeitsgefüge dazu hat. Oh. Aber ich finde es auch mal ganz geil, wenn man dann halt einfach abends so das Handy einfach weglegt, ausmacht. Und ja, ich lese das halt Real Life. Ich habe diesen Knubbel hier am Finger, wenn man das Handy so oft hält. Ja, hast du das wirklich? Ich hab das, ja. Ich hab das auch. Aber das ist Bullshit, das ist nicht vom Handy, oder? Ja, doch, das ist vom Handy. Weil ich hab's auf der anderen Seite nicht. Halt hast du so hier. Hältst. Ich hab's auf beiden Seiten. Freunde, schreibt mir in die Kommentare. Hast du nicht auch eine Fünf-Finger-Fursche? Weil ich will das hier machen, so. Caro, wir hatten eben noch das Thema Minderjährige auf Twitch. Glaubst du, es muss jetzt mal eine neue Regelung dafür geben, dass halt nicht jeder Neunjährige sich einen Twitch-Account machen kann, damit Geld verdienen kann? Also kann man ja erst auf 13. Ja, offiziell, also, ja, aber... Also ich fände vielleicht schon mal gut, also wie es ja oft so ist, im Internet kommen so Gesetze halt irgendwie immer zu spät, weil das einfach nicht so dafür ausgelegt ist. Und ich denke, es gibt schon viele Gründe, warum man mit 15 nicht 72 Stunden streamen sollte. Also ja, eine Regelung wäre, glaube ich, schon nicht verkehrt. Es gibt tatsächlich eine Regelung, ne? Also es gibt ein Cap, wie lange man streamen darf. Da gibt's von der Plattform. Von der Plattform. Also ist nicht aufs Umfeld. Alter. Achso, und wie lange ist das? Boah, 100 Tage am Stück. Nee, keine Ahnung. Aber da sagen wir so, ja, wäre nicht so cool. Nee, aber ich glaube, es war mal so, dass man zumindest im Stream nicht mehr schlafen durfte. Das ist mittlerweile aber auch over. Du darfst es, aber du musst jemanden haben, der aufpasst. Genau. Das ist auf anderen Plattformen. Das ist ja weird. Okay. Also es gibt auf jeden Fall eine genaue Stundenanzahl dafür. Die wollen das auch nicht so. Es gibt zum Beispiel sowas, dass nach 48 Stunden dein Stream auch einmal kurz ausgemacht wird und so ein Scheiß. Ja, also der musst du dann manuell quasi restarten. Du musst ihn manuell neu starten. Apropos Stream endet in 48 Stunden. Wenn ihr uns nicht abonniert, wird Toni nie wieder Wo ist denn die Brücke? Wo ist denn die Brücke? Ah, oder Toni, habe ich recht? Ja, besser so. Abonniert alle. Ja, die geilen hier Subs bei uns. Wir haben, glaube ich, das Thema Twitch ganz gut besprochen. Deswegen nochmal einen ganz, ganz großen Applaus an alle unsere Gäste. Und es war wirklich Hammer. Danke, dass ihr da wart. Wir sind jetzt in der Abmoderation. Caro, danke dir für diese tolle Doku. Die ist natürlich immer noch auf... Dieser Y-Kollektiv-Kanal natürlich abrufbar. Genau. Schreibt doch mal Pock in die Kommentare. Abonnieren Y-Kollektiv-Kanal natürlich. Pock in die Kommentare zu schreiben. Antonia, Grüße nach Madeira. Assalamu alaikum. Bleib so, wie du bist. Mashallah. Was eine schöne. Grüße an Sockis. Kevinski, viele Grüße an dich. Geht da raus, yeah. Ach, nee, Digga. Und er ist Sebi. Ich freue mich, in der Abmoderation zu stecken und euch zu sagen, was morgen um 17 Uhr bei uns auf dem Kanal kommt. Wir haben nämlich Armin und CM von die Sendung mit der Maus bei uns gehabt. Wir haben uns die Highlights aus 50 Jahren, die Maus, angeschaut. Ja. Und am Sonntag war Mrs. Bella bei uns und spielt mit uns Das beantwortest du nie. Ja. Danke für eure Zeit. Hashtag WWLive. Schreibt rein. Wir sind immer noch aktiv. Wir haben 80 Mitarbeiter auf engem Raum, die sich nur um eure Kommentare kümmern. Bleibt dabei. Wir sagen Tschüss. Auf heute, Wiedersehen und Farewell.